Wenn heute ja wieder in die Tiefe gehen, das heißt, ich setze jetzt mal alles, was ich tausendfach wiederholt habe, voraus und ich übertrage jetzt gleich einmal den Bildschirm. Das machen wir mitteilen. Und es wird jetzt heute ein wenig komplexer. Du müsst ihn jetzt eigentlich haben, hassen. Ja. Gut, dann gehe ich da mal drauf und dann beginne mir ganz einfach mal zuerst einmal mit dem Hensenblock. Das Erste, was man begreifen muss, wenn ich jetzt so eine Internetseite aufmache, die ja aus mir kommt, ich setze jetzt mal alle Grundlagen voraus. Das sind, wenn ich immer sage, ich habe das in einem vorhergehenden Selbstgespräch besprochen. Es hat nichts mit Zeit zu tun, weil jetzt sind ja auf dieser Seite sind ja die ganzen Selbstgespräche gleichzeitig da. Das geht jetzt, hat das Spiel hat begonnen hier 2006, glaube ich. Ja, Die ungefähr. bauen jetzt aufeinander auf, das ist wie ein Turm. Ja. Was natürlich hier unter das Fundament drunter ist, die Holofeeling-Seiten, die Schriften von Holofeeling. Das ist noch sehr grob, weil zu der Zeit war das jetzt ausgedachte Internet, das wir uns in die Vergangenheit denken, noch sehr unvollkommen. Das heißt, alles, was du in die Vergangenheit hier denkst, ist unvollkommen. Das gilt jetzt übrigens auch, wenn du zum Beispiel hier darwinistisches Weltbild, klassische Evolution chronologisch dir ausdenkst, ist das alles Blödsinn, weil es. Das Hauptproblem ist die chronologische Zeit. Da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Und die bauen jetzt aufeinander auf, die jedes für sich ein Kleinod ist. Die werden natürlich immer präziser. Und jetzt sind wir hier. Das letzte Selbstgespräch war am 13. Juni. Und was ich jetzt aufbauen will in diesem Selbstgespräch, kommt diese kleine Stelle vor. Wir fangen mal von vorne an. Da heißt es hier. Holofeeling, ein Geist des Funk-IQBs, ist hundertprozentig sicher kein Trockennasenaffe, sage ich jetzt einfach einmal. Und ich greife jetzt auf diese klassische Informationsquelle zurück, wenn du ein Video anspielst. Und das ist jetzt, da nehme ich jetzt als Beispiel diese Anstalt und da heißt es, die einseitig irrende Rechthaberanstalt. Völlig normale von dir Geistesfunk de facto hier und jetzt aus dir selbst herausgedachter Menschenaffen. Das sind nämlich zuerst einmal Pixelmännchen, die ab jetzt de facto hundertprozentig, das heißt 100%, da haben wir Gedankenwelle oben plus Gedankenwelle minus unten. Ist göttlicher Geist. Bewusstsein eines Ich, eines göttlichen Kollektion, die wach ist, sieht dann nur Pixelmännchen. Existenz von aufgespannten Berechnungen. Das, was du siehst, ist eine Berechnung. Wenn du sagst, das sind Menschen, nein, das sind Pixelmännchen. Oder geistlose Protagonisten, die du dir jetzt ausdenkst. Es gilt für jeden Menschen, den du dir ausdenkst, das ist ein Gedanke von dir. Das kann man immer wieder bloß wiederholen. Und da kann man jetzt gleich den Protagonisten nochmal spaßhalberweise andenken. Was bedeutet Protagonist? Das ist erst einmal der erste Schauspieler und Regisseur. Das bist du, wenn du an dich selbst denkst. Du bist die Hauptrolle in deinem Traum. Du bist aber auch der Regisseur, der alles bestimmt. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Darum ist es auch die Hauptfigur, der Vorkämpfer und so weiter, ein Wettkämpfer. Du kämpfst um was kämpfst du eigentlich? Jetzt hast du mal als Trockennasenaffe, kämpfst du um dein Überleben. Stimmt oder stimmt? Das kann man sich anhören, um was jetzt darum geht. Ich muss es immer erklären, wie viel Zeit benutzt du dafür? Wie viel Zeit benutzt du für was anderes? Zeit, die es nicht gibt, das sind Momente, da gehen wir gleich darauf ein, dass du feststellst, dass das nur Rechthaber sind. Das heißt, immer dieses Hin und Her, dass jeder, was er glaubt, meint er, das ist richtig, weil es ihm logisch erscheint, aber letztendlich plappert er nur irgendeine einseitige Lehre nach, dieses Fürwahrhalten des Glauben. Und streitet dann, wenn einer was anderes glaubt, der genauso sein Wissen nachplappert. Das gilt für alle wissenschaftlichen Beweise, für Wassermoleküle, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, du verwirklichst es durch Glauben. Das geht dann bis in die Materialisierung auf der VR-Brille, wenn du es glaubst. Natürlich musst du dann auch glauben, dass man das möglich macht. Das ist zum Beispiel, wenn ich sage, jetzt Wassermoleküle, das ist bewiesen, dass es Wassermoleküle gibt. Ich sage, es ist hundertprozentig sicher, dass jetzt Wassermoleküle existieren, weil du an welche denkst. Was stellst du dir bei dem Wort Wassermoleküle vor? H2O, ich mag es dann immer so, mit die Finger aufspannen. Und dann denkst du dir Wasserstoff- und Sauerstoffatome vor, wo du weißt, das Wasserstoffatom hat ein Proton und ein Elektron, vorausgesetzt, das ist erste Ordnung. Wir haben ja auch dann noch zwei Unterformen dazu und so weiter und so weiter, wenn du Chemie studierst. Aber all das Zeug kann man nicht entdecken.
Das heißt, du musst zuerst das Wissen haben und erst wenn du das Wissen hast, kannst du dir das ausdenken und vorstellen. Das gilt auch für das heliozentrische Weltbild. Wenn du das Wissen hast, dass das eine Scheibe ist, dann ist deine Welt, die du dir ausdenkst, eine Scheibe. Rein auf der Farbbrille ist da kein Unterschied, wenn du auf einem Berg stehst, ob du jetzt sagst, ich bin auf einer Kugel oder auf einer Erde. Du kannst es nicht überprüfen, was darüber hinausgeht. Es wird konstruiert. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt hier. Ich habe jetzt hier einen kleinen Auszug von Meister Eckhart, den klicken wir nicht an. Es geht um diese Wortabgeschiedenheit, so heißt nämlich diese Stelle. Und schon das Wort Abgeschiedenheit, wie wir es jetzt hier mit Holofeeling genauer anschauen. Und ich betone, die Welt ist ein Programm, eine Matrix. Das ist nicht diese Science Fiction, das du jetzt kennst, sondern das ist hundertprozentig sicher, wenn du Holofeeling verstanden hast. Ich mache jetzt dieses Wort Abgeschiedenheit, schreibe ich einmal sehr rot. Das heißt, das erst einmal ab ist Gott in der Bibel, UB 86 Elayom, Gott das Meer. Und ich sage jetzt gleich ab, auf Hebräisch geschrieben ist der Vater. Blau gelesen wäre jetzt das Aufblühen aus 1, 2, 2. Und ich sage, dieser Vater, dieser Gott ist Geist. Da steht der G, das G dafür, unser G. Und da habe ich jetzt schon ist Chi Eden und rot gelesen, nur immer diese Vatersprachenlesung. Der Logos Gottes ist Eden, das ist das Paradies. Das kann man jetzt hier anklicken, was das eigentlich heißt. Das heißt eigentlich, das Ed heißt schon das Immerseiende, die immerseiende Existenz. Da gehe ich auch nicht drauf rein. Das Heid möchte ich noch sagen. Du hast jetzt, wie du das geschrieben hast, hier folgendermaßen gesetzt. Den Trümmerhaufen statt Buchstaben. Richtig, der Trümmerhaufen, wir können da nicht, dieses Ei, die kann man jetzt immer einzeln, die Wahrnehmung einer des augenblicklichen Intellektes erzeugt eine Erscheinung und das ist jetzt dieses Wort allein ist ein Trümmerhaufen. Können wir jetzt sofort wieder anklicken, eine Ruinenstätte, ein Trümmerhaufen. Wir können natürlich auch diesen Eid mit AI schreiben, wir haben mal die 70 und dann kriegst du das Buchstabieren und was jetzt mit Holofeeling passiert, du machst dir mit der Vordersprache die Wörter gefügig. Was heißt es, wenn ich mir was gefügig mache? Es ist letztendlich, ich kriege das in den Griff. Das ist wie wenn ich mir eine Kreatur gefügig mache, die forme ich mir hin. Ein Pferd zum Beispiel, ein wildes Pferd mache ich zu einem Reitpferd, zu einem Ackergaul, wie ich den haben will. Und dasselbe machst du jetzt mit Worte. Bisher legst du die relativ wild und einseitig aus. Das ist jetzt die rote Lesenweise, aber es ist ja auch, wir haben ja in der Abgeschiedenheit, kann man das blau machen und dann steckt hier das Scheiden mit drinnen. Wenn etwas geschieden ist, das passiert im Gehirn, wenn wir das blau machen. Ja. Dein Gehirn, der Intellekt, schmeißt jetzt, dieser logische Intellekt, blau gelesen, schmeißt jetzt praktisch Geschenke auf. Das ist nämlich das hebräische Wort für Schi, wir wissen das ja. Und dieses Eden, jetzt muss ich doch da ganz kurz reingehen. Wenn wir jetzt das Schi machen, das ist erst einmal die Geschenke. Die Abkürzung ist immer ganz interessant im modernen Hebräisch für einen Informationsdienst. Informationen sind die Formen in dir. Und darum ist es auch, wenn ich das so schreibe mit einem Roten, ist es meine Logik. Genau. Jetzt ist natürlich immer ein Geschenk, ist immer, was ich bekomme. Aber was du bekommst, bekommst du zuerst einmal von deiner Logik, aber die Logik wiederum, die du zum Denken benutzt, deinen Schwamminhalt, den hast du von Gott. Jetzt kommt aber das Problem, dass du irgendwann einmal feststellen wirst, dass der Gott du selbst bist, wo du vergessen hast, was du bist. Und das Eden, das ist zuerst einmal hier das Lustgefühl, das Paradies, die Wonne, aber auch die Zeitalter, das führt dann zu den Äonen. Ja. Und dieses Zeitalternieren, das muss veredelt werden. Das muss verfeinert werden, indem du das vervollkommnest. Indem du bei deinem Sinus ständig nicht nur eine Seite siehst und meinst, die andere Seite ist nicht mehr da. Da können wir jetzt hier unseren Sinn, den ich tausendmal erklärt habe. Wenn das Gegenteil oder etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Das ist jetzt hier schon, wenn wir sehen, wir denken uns jetzt einmal bewusst, 1869 ist schon voll chronologisches Denken. Genau. Oder noch chronologisches Denken, das wir jetzt auflösen werden. Das ist, dass wir zuerst einmal die Zeit zusammenschieben und jetzt kommen wir zum Meister Eckhart. Diese Abgeschiedenheit kann man natürlich sehr, sehr weit, da steckt das Wort Scheiden ja mit drinnen. Wenn ich das Wort Scheiden nehme, da steckt schon der Eid mit drin. Genau. Wenn du einen Eid schwörst, ich sage, du schwörst nur Meineide. Wir sind in einem Wort Meineide. Scheiden ist auch ein Trennen.
Die Abgeschiedenheit, von der wir jetzt meinen, du trennst dich von der Welt ab, in der Mythologie, so sieht es Meister Eckhart, das ist der Meister im Hinduismus, der sich in seine Höhle zurückzieht. Aber das passiert nicht, wenn du permanent Meineide schwörst. Das hat nichts mit einem raumzeitlichen Akt zu tun. Du bist immer hier und jetzt. Das haben wir tausendfach in den vorhergehenden Selbstgesprächen erklärt. Und jetzt ist es, wir schauen mal das Scheiden, was es für hebräische Worte gibt. Das ist einmal Scheiden, Verbannen, Vertreiben. Was hier wichtig ist, du hast hier schon, wenn wir das blau lesen, jetzt bin ich da wieder draufgegangen, ich hoffe, bleiben wir gleich einmal so. Gehirn, Verstand, ist aufgespannte Berechnung in der Logik. GR, unsere Radix, ist ja, die Grundradix ist fremd. Das kommt da unten nochmal, es erscheint dir fremd, Gehirnberechnungen. Ein anderes Wort für Scheidung und Scheidebrief ist GDET. Das heißt praktisch, wenn wir das blau lesen, dein Verstand erzeugt Spiegelungen. Ja. Wenn wir es rot lesen, steht da, der Geist ist der Spiegel selber. Ja. Der Rai, der Kopf des Schöpfergottes. Ja. Geist und Spiegelungen und dann der Intellekt erzeugt praktisch hier die Scheidung. Durch die Visionen. Ja. Das sind immer Urteile, die du fällst. Da haben wir jetzt hier das Ausscheiden, ein Apostroph, Scheiden, unterscheiden und so weiter und so fort. So, und jetzt kommen wir zuerst einmal zu dem Meister Eckhart. Ich habe jetzt hier einige Reden von Meister Eckhart hingestellt und da hören wir rein und du wirst feststellen, dass das reine Solo-Feeling ist und wir schauen uns das einmal den Meister Eckhart an. Da wird schon der Name wird sehr interessant. Ich beweise dir hundertprozentig sicher mit Holo-Feeling, dass es da außen keine Welt gibt. Dass die Aussagen der Mystiker, die du dir ausdenkst, die in dir auftauchen, die natürlich nur in dir auftauchen, wenn die auf deinem Intellekt sind, auf deinem Programm sind, unsere Computermetapher, dass das wirklich ein Computerprogramm ist, wo es im Hintergrund ganz, ganz einfache Regeln gibt. Das ist die Vordersprache. Wir haben hier zum Beispiel den Eckhart. Wenn ich jetzt den rot mache, dann steht schon, das E lacht mich an die Energie, da mache ich ein Quadrat drüber, dann lacht uns das C an, C Quadrat ist Licht, Energie, E Quadrat, und das ist deine Energie, das ist das Eck. Ja. Ich sage immer wieder, wir denken uns einen Tetraederspiegel und da machen wir ein Licht rein und das Zentrum von diesem Tetraederspiegel, das sind jetzt ausgedachte Sachen, ist eine 1-4er-Struktur und die Energie E Quadrat in der Mitte ist das C Quadrat in der Einstein-Formel, wo C Quadrat in der Formel als 1 gesetzt wird. E Quadrat ist 1 Quadrat. Wenn wir das zusammenschieben, bleibt dann das M die Gestaltwertung über. Und das ist erzeugt dann immer, ist die Quintessenz. Und das ist der Schöpferkopf, der immer ist, das immer sein, die rot gelesen oder als 9 gelesen der Spiegel. Ich kann natürlich ab hier das blau machen, dann habe ich die Wahrnehmung an einer gewissen Art. Das heißt die Schöpfung an der berechneten Erscheinung oder an der berechneten Spiegelung. Das funktioniert mit allen Wörtern in allen Sprachen. Das heißt, wir machen uns jetzt diese Buchstaben gefügig, indem wir das anders buchstabieren. Ja. Dieser Meister Eckhart, der hast rein zufällig von Hochheim. Hoch auf Englisch ist ab und Hayom. Ja. UB 86 L Hayom. Ja. Das führt uns jetzt, da mache ich einen kleinen Sprung, was wir hier in diesem Update, wenn du jetzt dieses Video anschaust, rein chronologisch gedacht wird es jetzt aufgenommen und der Redo hat es ja noch nicht reingestellt in seinen Holofeeling-Chat, in den Hansen-Blog. Da habe ich in Redo, also Moment, da müssen wir jetzt da reinspringen, müssen wir ganz kurz in die Updates reinspringen. Da fahren wir jetzt da mal ganz kurz hin. Das ist so, wo er die Updates hier hat. Das wird also vor dieser Aufnahme, vor diesem Video, wohlgemerkt optisch, wenn du scrollst. Beginnt dieses Update auf dem Hansen-Blog, wo du jetzt das Video anschaust, steht vorher dieser Text. Natürlich schön in Farbe gesetzt. Den schauen wir jetzt ein bisschen an. Darum sage ich hier Update-Ergänzung. Du Geistesfunk bist der Dreh- und Angelpunkt im Mittelpunkt deiner selbst ausgedachten Traumwelt. Das heißt, in mir, wir haben jetzt hier, du bist Geist, rot gelesen und du denkst jetzt Folgendes aus, du hast einmal dieses Bild aus und da stehen jetzt die Buchstaben B, das machen wir jetzt einmal ganz einfach, das heißt in mir ist eine raumzeitliche Erscheinung, das heißt auch zwei auf Griechisch gelesen, zwei raumzeitliche Erscheinungen, das ist die verabredete Stereobild, die Öffnung einer Berechnung ist die Öffnung einer Berechnung, ist eh hier ein wahrgenommener Moment, ein Augenblick, da steht jetzt schon eigentlich Drehe, schau, Dreh- und Angelpunkt, da kann ich sagen, eine Ehe. Ja.
Das ist eine Ehe zwischen einem Plus-He und einem Minus-He, das du wahrnimmst. Und dieser Angelpunkt, interessant, dass das englische Wort Angel Angel heißt. Und der befindet sich im Mittelpunkt deiner selbst ausgedachten Traumwelt. Diese geistreich bildhaft verknüpfenden Erklärung dieser Bilder, BILR heißt im Kind erweckt, hebraisiert, bekommst du im Video. Die schauen wir uns ganz kurz an. Die stehen dann da mit runter in dem Video, das siehst du. Wir haben zuerst einmal hier den Zirr, da kann man gleich einfach das lesen. Die Zeit sparen wir uns jetzt. Interessant ist, Totalwert 300 ist Shin, äußerer Wert ist Sinn, der Sinus. Das Zeichen. Als nächstes haben wir hier die Tür, Dalet, die Tür, den Türflügel, kann man auch lesen. Das ist schon interessant, da haben wir jetzt eine 3 in der Mitte, wo zwei Vieren aufgespannt werden. Das ist im Roten vollkommen und das waren zwei Öffnungen. Aus dem Geist entspringen zwei Öffnungen. Und dann haben wir noch das dritte Bild, das ist das Brett. Macht jetzt im ersten Moment wenig Sinn, macht aber sehr, sehr viel Sinn, wenn man jetzt dann das Video anschaut. Und da heißt es, und das beginnt jetzt, wo ich das anstatte bei 311 Sekunden, das spielen wir jetzt nicht an, als ich und unsere geistige Frau, das spricht Meister Eckhart in seinem Text, und damit ist das rot gelesene Aleph Shinhi, das ist normalerweise das hebräische Wort für die Frau, aber dann ist der Schöpferlogos ist die Quintessenz, genau. Wenn wir es rot lesen. Ja. Als ausgedachter U-Punkt, B-Punkt, da stehe ich, sage ich einfach Udo Petscher, beziehungsweise wohlgemerkt als jetzt von dir Geist, der du dir dieses Video anschaust, ausgedachter Udo Petscher. Du denkst jetzt an Udo Petscher aus, du denkst dir einen Redo Oberhensley aus und du denkst dich selbst aus, das ist dieser Trockenhausenaffe, der jetzt vom Computer sitzt. Und du bist dieses Nichts, all dieser Gott, der das jetzt erschafft, weil du ein träumender Geist bist. Oder als jetzt ausgedachter Meister Eckhart, den habe ich jetzt blau geschrieben, das heißt, sobald du dir eine Facette ausdenkst, ist da ein Riesenkomplex drumherum. Ich sage immer, das ist eine Kollektion und das ist immer die Wahrnehmung einer gewissen Art. Von Äußeren, da haben wir unser Äußeren, das ist AOB, erweckt. Eine Existenz, die Schöpfung, deine Beschwörungskunst hebraisiert. Dinge. Din heißt das Gesetz, die Öffnung deiner intellektuellen Existenz ist dein Gesetz, ist dein Intellekt, den du zum Denken benutzt und es ist eine Gehirnexistenz. Von äußeren Dingen und Reden, redeten, wir redeten, du redest jetzt letztendlich, auch wenn der Udo redet, weil das deine Informationen sind. Wo ist eigentlich der Unterschied, ob du jetzt im Gedanken was sprichst, ob du als Person was sprichst oder ob der Lautsprecher spricht? Es sind zuerst einmal alles deine Informationen, die aus dir kommen, wenn du träumst. Darum kann ich immer wieder bloß sagen, wenn du jetzt akzeptierst, dass du träumst, bloß jetzt einmal als Symbol, als Zwischenstufe, muss dir klar sein, dass alles, was irgendein Mensch in deinem Traum spricht, gleichgültig, ob du das jetzt dir nur ausdenkst, weil du eine Zeitung liest und du liest, dass der das gesagt hat, oder einen Roman liest und während des Lesens des Romans diese Romanfigur spricht, oder du erlebst es sinnlich wahrgenommen real. Es sind Protagonisten in deinem Traum. Und die können nur das sprechen, was du träumst. Die Quelle bist du selbst. Wenn du das nicht für dich akzeptierst, wirst du leiden. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du die Reife hast, das zu akzeptieren. Und wohlgemerkt, es geht jetzt nur um den Geist, der sich jetzt das Gespräch anhört, nicht um irgendwelche Gedanken. Die Probleme, die du gewissen Menschen zusprichst, die erst in dem Moment existieren, wenn du an die denkst, die lösen sich schon wieder auf, wenn du nicht mehr dran denkst. Und dann wirst du irgendwann merken, dass du wirklich die Schuld trägst an den kompletten Leid der Menschen, die du dir ausdenkst, weil du ja definierst, dass der und der, den du jetzt denkst, leidet. Obwohl er als reiner Gedanke, als Ding an sich überhaupt nicht leiden kann, weil den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Das ist das vollkommen neue Weltbild von Holophilie. Und solange du jetzt noch meinst, du müsstest Bestätigung kriegen von irgendwelchen Figuren in deinem Traum, weil ich dir gleich sage, die kriegst du nicht von der Masse. Okay, also, ich mache das in meinem Zusammenhang, was du dann hörst, wenn du das Video anklickst. Als das ausgedacht UB oder Meister Eckhart steht natürlich nicht da, dass wir von den äußeren Dingen redeten, dass Daten, wir Geist,
das habe ich jetzt dazu geführt. Das Daten, da steht nur, das Daten wir als äußerer Mensch. Der sagt, hier jetzt diese Stimme des Lautsprechers, wenn du das Video machst, was eine Lesung ist aus Schriften von Meister Eckhart, dem wir uns jetzt ausdenken und dem wir uns in die Vergangenheit denken, wo wir uns denken, jetzt ganz bewusst denken, dass der das einmal geschrieben hat. Das ist aber jetzt alles nicht da, das sind nur Interpretationen, wenn das Video läuft, weil du davon ausgehst, dass da irgendwer ein Video reingestellt hat, der hier Meister Eckhart Briefe und Predigen vorliest. Sehr interessant. Wir reden übrigens von dem, was jetzt hundertprozentig sicher ist. Also wir Geist deuten das immer als ein äußerer Mensch. Da haben wir wieder AUB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das heißt, die Beschwörungskunst ist immer erweckt plus und erweckt minus. Das ist unsere Gedankenwelt und du schaust immer nur eine Seite davon und der äußere Mensch ist jetzt irgendein ausgedachter Brösel. Das Ganze starte ich ein bei 311. Können wir ja ganz kurz dann anlaufen lassen, die ersten beiden Sätze. Und da habe ich jetzt immer rot-blau. Das rote 311 ist unter anderem ist der Mann Aish, der Schöpfer und das Daseinende, die geöffnete Schöpfung, ist das, was existiert in einem ständigen Wechsel. Und die 311 blau habe ich jetzt einfach rausgezogen, diese kleine, da gibt es natürlich mehrere Sachen. Das heißt, ich belade, ich reagiere, ich versenke, ich verbinde, ich begleite, ich bedeecke mich, ich werde verbinden. Das ist Liebe, wenn ich alles verbinde. Ich wickle um mich herum eine Welt, die um mich herum ausgedachte Welt. Ich binde um mich, ich ziehe an, ich ziehe die Welt, meine Traumwelt, ziehe ich an wie ein Karleid, wie ein Leid. Wo ich mir das ganze Leid der Welt denke ich mir aus. Und die Ursache ist die Logik, die ich zum Denken benutze. Und damit kerkere ich mich letztendlich in meinen eigenen Glauben ein. Das ist die 311 Blau. Das lassen wir jetzt mal ganz kurz anlaufen. Ich hoffe, der Ton ist dabei. Das wollte ich eigentlich nicht machen, nur. Der innere Mensch stand in einer unbeweglichen Abgeschiedenheit. Das ist das, wo ich dich zuerst einmal hinführe, wo du schon bist. Das ist der reine, bewusste Geist, der Erlebnisse erlebt. Das Leben von dem, der du jetzt zu sein glaubst, der aber nicht mehr reagiert, sondern den Fokus verlagert, diese Persona, dieses Menschenprogramm, das zurzeit in mir läuft, wie funktioniert es, wie reagiert es? Das ist der Sinn des Lebens. Und da musst du in der Abgeschiedenheit, in dieser roten Abgeschiedenheit stehen, von der ich gerade geredet habe. Ich habe übrigens den Ton nicht, du da. Du hast keinen Ton. Vom Video nicht, nein. Das ist ärgerlich. Na, müssen wir das ganz kurz, warte mal schnell. Dann beende ich das jetzt einmal. Jetzt müsstest du das Bild wieder, das normale Bild haben, hast du? Dann schalten wir das nochmal ein. Mit Audio dahin beginnen. So, und jetzt probieren wir es nochmal. Hoffen wir mal ganz schwer, dass wir da jetzt hinkommen. Wo war ich jetzt? Lass mal den nochmal laufen. Oh. Und alles, was Christus und unsere Frau je von äußeren Dingen redeten, das taten sie als äußerer Mensch. Und der innere Mensch stand in einer unbeweglichen Abgeschiedenheit. Ist jetzt der Ton dabei gewesen? Tipptopp. Alles klar. Das ist genau dieser Text, den ich gerade vorgelesen habe. Wir machen mal weiter. Diese Abgeschiedenheit, meine ich das Rote, bin ich hier im Schi-Eden, im Logos Gottes, befinde ich mich schon im Logos Gottes, der das Paradies darstellt. Das ist eine reine Wahrnehmung, die nicht mehr interpretiert und die nicht mehr filtert. Oder scheide ich mich und mache ich mich zu einem Gedanken von mir, der zwangsläufig auf die Informationen reagiert und ständig interpretiert und damit ständig seine eigenen Informationen verändert. Ich kann nicht oft genug sagen, dass ein Reiz auslöst und deine Reaktionen und die 200 Kaprotik, jede formt sich ständig um. Ich habe das als Meister Eckhart schon gelehrt, als Jesus gelehrt und immer daran denken, wir haben eine Hierarchie. Wenn ich als Jesus sage, ehe Abraham war, war ich, kann ich ganz definitiv sagen, als Geist des UP, ehe ein Jesus war, bin ich. Und du wirst irgendwann einmal sagen können, ehe ein Udo Petscher war, bin ich. Weil alles, was der Udo Petscher mir erklärt, kann er mir ja nur erklären, weil ich das träume. Es ist mein Wissen. Da musst du aber zuerst einmal dieses Wissen dieser Figur dir zu eigen machen und dir das Wissen eines Meister Eckharts
oder das Wissen eines Jakob Lorbers zu eigen machen oder das Wissen eines Paulus zu eigen machen und so weiter und so fort, eines Sokrates zu eigen machen, eines Einstein zu eigen machen, weil all diese Wissen, all dieses Wissen, das du dir ausdenkst, kommt doch aus dir. Dann wirst du zum absoluten Wissen. Und solange Abgeschiedenheit immer eine Trennung ist von irgendwas anderem, hat es mit Liebe nichts zu tun. Ich sage, egal was du denkst, es existiert, weil du es denkst und es ist untrennbar mit dir verbunden. Deine Gedanken sind untrennbar mit dir verbunden, mit dem Denker verbunden. Da dieser Denker jetzt aber was ausgedacht ist, es muss ja einer da sein, der sich jetzt einen Denker ausdenkt, der sich Gedanken ausdenkt. Dieser Denker wiederum ist untrennbar mit dem verbunden, der sich den Denker ausdenkt. Wir kommen jetzt in den roten Bereich und der wiederum muss untrennbar mit einem verbunden sein, der sich den ausdenkt, der sich den Denker ausdenkt. Und du merkst, es wird jetzt immer unpersönlich. Es hat nichts mehr mit Personen zu tun. Das ist der reine Geist. Lass mal ganz kurz noch ein bisschen laufen. Nimm dafür ein Ebenbild, eine Tür. Nimm dafür ein Ebenbild, eine Tür. Denk, was ich vorher gesagt habe mit diesen Bildern. Nimm ein Ebenbild, das ist schon mal ein ebenes Bild, expen. Jetzt kann ich eben lesen, ich kann die Nulllinie betrachten als Ebene oder ich lese das Lateinisch, Vorsilbe E heißt ex, dann heißt es expen, eine herausgetretene polare Existenz. Genau. Die Tür ist eine Reihe, zuhören. Geht in einer Angel auf und zu. Die geht in einer Angel, in einem Engel. Die Reihe geht in einem Engel auf und zu. Und die Angel ist der Zorr, die Geburt einer intellektuellen Berechnung. Laut ist eine intellektuelle Berechnung. Ja. Nun vergleiche ich das äußere Brett an der Türe dem äußeren. Ich habe jetzt gesagt, das äußere Brett, BR heißt das äußere. Ja. Und Ed ist Zeit. Ja. An der Tür, praktisch in dieser Reihe, hebraisiert. An Menschen. Und die Angel dem inneren Menschen. Und der Engel ist der innere Mensch. Wenn nun die Tür auf und zu geht, so bewegt sich das äußere Brett hin und her. Und die Angel bleibt doch unbeweglich an einem. Das heißt, wenn jetzt die Tür die Reihe aufgeht, und wir sagen jetzt einfach mal unten mein Bild wieder anschauen, wenn es drauf ist, wenn die Tür aufgeht und sich das hin und her bewegt, bleibt die Angel, der Engel in der Mitte, der natürlich jetzt ein ausgedachter Mittelpunkt ist, vollkommen unbewegt. Was ich dir eigentlich sagen sollte, wenn ich sage, ich bin auch Meister Eckhart, das Buch, ich habe das Leben auch gelebt. Alles, was ich hier versuche auszudrücken, mache ich jetzt in jedem Leben, in jeder Inkarnation etwas präziser. Da ist kein Unterschied, es wird bloß immer feiner und einfacher zu verstehen. In einem Fleck. Und wird darum nicht im Geringsten. Es bleibt immer in einem FL-Eck, in einem Fleck. Unverändert. In gleicher Weise ist das auch hier. Nun frage ich, was die Aufgabe der reinen Abgeschiedenheit sei. Darauf antworte ich, dass weder dies noch das ihre Aufgabe ist. Das lassen wir jetzt gut sein, weil das wollte ich eigentlich, kann man sich anhören, ist schon drin gewesen, man lässt es drüber, das ist der normale Mensch, ist sehr oberflächlich, darum schauen wir uns das, da waren wir bei dem Hochheim. Das heißt, UB ist Hayom. Ja. Da gibt es keine Zufälle. Das ist jetzt übrigens ganz interessant, dass dich hier eigentlich schon die 26 Jahre anschreibt, wo vorne der eine Geist des Uni steht und auf der anderen Seite des kreisenden Nichts. Ich lege jetzt das einfach mal so aus, man kann das vielfältig auslesen. Dass der natürlich in Dambach geboren ist, DM ist die Vollkommenheit, DM auf Hebräisch 440 gelesen und das ist im Bruder. Und ich sage, ich bin dein geistiger Bruder. Die 1328, unsere Trinität, eins, männlich, Liebe und Heilung. Basiert in der 28, die 28 sind vier Oktaven. Ja. Was übrigens sehr interessant ist, wenn ich jetzt da gleich einmal reinspringe, da gibt es natürlich vierte Plus-Minus-Begriffe in der 28, das ist unsere 27 plus 1. Ja. Der Wert des ersten Schöpfungssatzes. Ja. Was ein schöner Wert zum Beispiel von 28 ist, da machen wir mal Bet in JHWH. Das hat zum Beispiel den Wert 28. Interessant ist, Totalwert 28, äußere Wert 28. Abba-Schwert gespiegeltes Endmem, das ist das Immerseiende. Ja. Und das kann man jetzt dann, das ist ja immer wieder dieses Spiel, das, ich kann auch lesen jetzt dann dieses selbe Radix in mir, wie als Vorsilbe gelesen.
ist wenn Berg und wenn Dal. Genau. In mir sind zwei Wahrnehmungen, plus 5, minus 5 aufgespannt, wenn Berg und wenn Dal, und zwar gleichzeitig. Genau. Gall wieder die Welle, dann komme ich und die Zeit des göttlichen Geistes. Zeit wiederum haben wir verschiedene Begriffe für Zeit. Der erste Hauptbegriff ist Ed. Das ist eine augenblickliche Erscheinung, wenn wir es blau lesen. Jeder Moment ist ein Augenblick und das schauen wir uns jetzt bei Meister Eckhart an. Als erstes, wenn wir den Meister Eckhart anschauen, das wollte ich bloß einmal kurz sagen, ich könnte jetzt jedes Wort, wo es der Seelengrund sei, nicht wie alles Geschöpfliche von Gott. Da sind natürlich auch gewisse Unvollkommenheiten drin, die man auslegen kann. Ich springe jetzt einmal in diese Erklärungen rein und zwar in die Stelle Gott als Schöpfer. Eckhart betont jedoch die Schärfe des fundamentalen Gegensatzes, immer dran denken, unter. Ich sage eine erste Welle, ein Unter, eine aufgespannte Existenz ist eine geöffnete Schöpfung, dann haben wir hier das HBH. Wir haben aber auch die Schöpfung zwischen einem Schöpfer und dem Geschöpften, zwischen dem, der immer ist und das, was sich ständig verändert, ist ja auch eine Welle. Wobei das Immerseiende, das wir uns ausdenken, natürlich nur ist, weil wir es denken. Das heißt, diese These zur Antithese, das Immerseiende, das Ewige zur Antithese, ist letztendlich der Punkt, aus dem alles rausspringt. Ja. Ist der Gegensatz zwischen Gott und allen Geschaffenen. Da haben wir schon die Affen mit drin, die natürlich ein Zwischenglied sind, so wie der Kugelschreiber in der Schöpfung eines Gedichtes ein Zwischenglied ist, weil ohne Schreibstift kannst du nicht schreiben. Ja. Ohne Pinsel kannst du nichts malen. Darum sage ich, du bist ein Einfallspinsel. Ja. Aber der wiederum malt, obwohl er nicht malt. Das sind so kleine Sätze, wo ich sage, schreibt eigentlich ein Kugelschreiber ein Gedicht, malt ein Pinsel ein Bild. Definiere ich die Farbe aufs Papier, bringe, dann macht er das. Aber er kann sich nicht raussuchen, was er macht. Ja. Er braucht eine Hand, die ihn führt und die Hand braucht dann ein gewisses Gehirn, das die Hand steuert, ein Computer, ein Prozess. Und dieses Gehirn wiederum braucht einen Programmierer, der das einprogrammiert, sonst macht der Computerchip nichts. Diese Hierarchie haben wir. Gottes Einfachheit, Erhabenheit, Unwandelbarkeit und Allursächlichkeit, Universalis Causalitas. Uni ist das eine, das in sich gekehrt, alles was auftaucht, wieder zurückkehrt. Das sind die Gedankenwellen. Das ist die Causa, die Ursache. Will ich jetzt nicht weitermachen. Steht im Kontrast. Da steckt schon zum Beispiel die Rast, wenn du rastest, hältst du an. Ich mache jetzt nur gleich das erste Lied, was jetzt in den Sinn kommen könnte. Zu den entgegengesetzten Merkmalen des Geschaffenen. Das spielt jetzt keine Rolle, ob ich an Wellenberg oder Wellenbar denke, als zwei ganz bewusst vorgestellte Sachen. Oder ich denke an eine Ewigkeit, die natürlich in dem Moment auch was Vorgestelltes ist und was Vergängliches. Diese Dualitäten gehören untrennbar zusammen. Alles Geschaffene ist mannigfaltig. Veränderlich, erleidend, verursacht und vergänglich. Nichts Wandelbares kann einfach sein, denn zu jedem Zeitpunkt. Das sind wie Samenkörner, die wir sehen. Das ist dann das Schöne, wenn ich jetzt hier den Samen zum Beispiel nehme, den schreiben wir mal so. Dann wirst du feststellen, dass das Zeit heißt. Das ist jetzt SAM. Samen, der Zeit. Das heißt auch etwas Vorladen und etwas Einberuf. Das ist wieder wie Ausdenken und Anschauen. Ja. Dann kommen hier die Strahlen. Ich denke mir jetzt eine Sonne aus. Und die Sonne, da denke ich mir, dass da von oben, von außen Strahlen kommen. Die kommen wieder in mich rein. Das ist eigentlich die Vorsilbe End. Die Vorsilbe End in der deutschen Sprache ist nämlich zuerst einmal, dass du dir was vorstellst, das dann wieder ins Gegenteil gekehrt wird. Die Entfernung. Ich habe erst eine ausgedachte Entfernung. Heißt ja das Aufheben der Ferne, wenn ich mir das vorher vor mich hinstelle. Das ist auch wieder eine Dualität. Ja. Das gilt für alle Dinge. Können wir jetzt noch einige Zeit, aber da bleiben wir, wir wollen da mal auf dieser Spur bleiben. Ist es in einer bestimmten Hinsicht beharrend, unbeweglich und in einer anderen ständig im Wandel begriffen? Das ist genau genommen mein Beispiel mit der 200 Gramm rohen Ede. Du musst jetzt merken, dass das hier extrem beschrieben ist. Jetzt nochmal dazu, das ist nicht Originaltext, sondern das ist schon wieder die Interpretation. Ich denke mir jetzt irgendeinen aus, der diesen Bericht geschrieben hat, der sich mit den Schriften von Meister Eckhart auseinandergesetzt hat und der versucht jetzt zu erklären, was Meister Eckhart erklärt, was schon sehr eingefärbt ist mit einem eigenen Wissen. Die Originale lesen ist wesentlich interessanter. Das Thema hatten wir schon mal mit Hegel. Ja.
Die meisten Menschen, die sich mit Philosophen auseinandersetzen, setzen sich erst einmal mit irgendwelchen auseinander, die erklären, was Hegel sagt, was Kant sagt. Und dadurch ist schon persönliche Interpretation mit dabei. Weil nämlich die Originale lesen sehr, sehr komplex ist, sehr anstrengend ist. Und dann eine unendliche Freude ist, das sind auch wieder zwei Seiten, wenn du den Geist, die Reife dazu hast. Ich könnte jetzt sagen, jede dieser Phänomene in deinem Leben sind wie das Zungenkussbeispiel. Wenn du die Reife nicht hast, empfindest du das eklig, das sogenannte, im Fränkischen sagt man, das schinnande Kind, das sich ziert und so. Oder du bist dann über der Pubertät und dann leckst du danach. Du lechzt förmlich danach, dass irgendwie ein Mädchen, wenn du ein Mann bist, ein Mädchen kommt, oder umgekehrt, wenn du eine Frau bist, dass ein Mann kommt und dir einen Kuss gibt. Aufgrund seiner Vergänglichkeit weiß das Geschaffene kein Sein im eigentlichen Sinne, im Sinne einer absolut überzeitlichen Existenz, überzeitlichen oder unterzeitlich, kann man auch austauschen. Dieses Sein ist das Sein beim Hegel. Das müsste man rot schreiben und das A, das E, jetzt Ain, Bewusstsein ist nicht existierend. Wenn ich Sein als existierend sehe, dann schaltet sich irgendein raumzeitlicher Gedanke ein, der vergänglich ist, raumlich oder zeitlich. Im eigentlichen Sinne, das ist das Schöne, den Sinn haben wir gerade schon geschaut. Darum haben wir hier in dem Sinn. Darum haben wir hier in dem Sinn dieses, wenn das Gegenteil etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist, es ist nie vorhergegangen. Das steckt übrigens hier schon drin, da steht es erst einmal vor. Die Vorsilbe vor, haben wir zwei Möglichkeiten, das ist bistabil erweckt. Das V-Ding fällt nach rechts oder nach links. Es hat entweder ist es jetzt hell oder es ist dunkel. Das gilt aber nur, wenn du glaubst, du bist ein sterbliches Säugetier auf einer Erdkugel, mit dem Glauben, dass du dich in einem heliozentrischen Weltbild befindest, auf dieser Kugel, die du dir ausdenkst. Du bist aber nicht irgendein Gedanke von dir, sondern du bist der, der sich das ausdenkt. Und wenn du dir die Kugel vorstellst, die von einer jetzt ausgedachten Sonne angestrahlt wird, wirst du feststellen, egal was passiert, ob die Kugel sich um die eigene Achse dreht, wenn sie angestrahlt wird, oder sich um die Sonne rumbewegt, ausgedachterweise. Es ist immer eine Seite hell und die andere Seite, die gegenüberliegende, ist dunkel. Und die ist im selben Moment da und nicht, die kommen nicht zeitlich nacheinander. Und das ist immer eine wahrgenommene Berechnung, dieses HR, das ist unser Wellenberg. Und da haben wir jetzt unser GAC. 3,3 ist die Welle. Aber das jetzt bloß nebenher. Im absoluten Sinne, so gesehen existiert es nicht wirklich. Das wirkende Licht, der Geist, kann nicht existieren. Bewusstsein kann nicht existieren. Sobald ich jemandem Geist zuspreche, ist es ein ausgedachter Geist und dann spreche ich einem Gehirn zu mit einem gewissen Programm. Aber was dann in dem Gehirn drin ist, das ist unsere Sache mit der Kiste, Genau. das bestimme auch ich, der sich's ausdenkt. Weil es ist halt hundertprozentig sicher, dass was du denkst, immer nur in dir auftaucht, wenn du es denkst als Gedankenwelle, und es wird dann so sein, wie es von dir gedacht wird. Auch das Weltbild. Auch das, was du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Aber die ganzen Dinge sind vergänglich. Verwendet man den Begriff Sein im Sinne eines absoluten Sein Gottes, so sind die Dinge nicht. Und jetzt schau her, das Wort Sinn wird nämlich bei uns mit zwei N geschrieben. Da haben wir nämlich ein N, das Bewusstsein Gottes besteht aus zwei Existenzen. Das führt uns dann gleich zu dem Nu vom Meister Eckhart. Altdeutsch. Okay, dann sind die nicht. Das heißt also hier die Sinne, die Conditio sine qua non. Da heißt Sinne auf Lateinisch, heißt das erst einmal, dieses Sin-E-Quadrat ist ohne irgendetwas. Stell dir mal vor, wir schreiben jetzt Sin-E. Können wir ganz kurz reingehen. Wir machen da ein E dran. Das ist jetzt hier, das kommt ja immer alles aus dem Altindischen, aus dem Sanskrit. Das heißt ohne Gegensatz. Es gibt, der Urknall, bevor er geknallt hat, ist ohne irgendeinen Gegensatz. Das ist die Conditio sine qua non, die Bedingung, ohne die nichts geht. Es muss ein Nichts da sein, das immer ist. Das ist das hebräische Wort für Gott. Und das platzt jetzt auf in Gedankenwellen und dann sind zwei Existenzen da, beziehungsweise vier, wenn wir sind, machen. Jetzt werden nämlich aus den zwei, wenn dann vier, weil wir ja immer das immer wieder hochspiegeln. Ich kann auch sagen, es sind Sinusöffnungen. Verwendet man ihn mit dem Sinne, in dem er auf die Dinge angewendet wird, so ist Gott nicht. Gott ist ein absolutes Nichts. Darum kann Gott auch nicht existieren.
haben wir tausendfach durchkaut. Das heißt, alle, die glauben, Gott existiert im Himmel oben oder sonst irgendwo, dann wird Gott zu einem Geschöpf von denen, der sich Gott ausdenkt. Das ist der Wahn aller religiösen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst. Und wenn du jetzt weißt, deine Traumwelt ist eine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt, müssen jetzt alle Alarmglocken losgehen und plötzlich wirst du ein riesengroßes Heureka haben und die Schuld auf dich nehmen, weil die Menschen, die du dir ausdenkst, werden so sein, wie du glaubst, dass sie sind. Das sind Spiegelbilder deines jetzigen Glaubens. Ich schiebe da ganz kurz nochmal rein, weil das sehr wichtig ist. Ich mache jetzt wieder zeitaktuell, was natürlich immer nicht stimmt, hängt davon ab, wenn du das Video nimmst, aber in diesem Kontext, jetzt dieser Adresse der Jahreszahl, grassiert in deiner Traumwelt unheimlich diese Boshaftigkeit der Menschen, dass du fast nichts mehr sagen kannst, weil alles so sehr einseitig ausgelegt wird. Genau. Wenn du das Wort Neger sagst, die Hater in den Foren im Internet, die du dir reindenkst, diese Boshaftigkeit, wo Äußerungen geäußert werden, ich rede jetzt ganz normal, so wie du dir Welt vorstellst, mit Menschen da außen, wie die darauf reagieren, dieser Hass um dich herum. Und ich sage jetzt einmal, das kann dich jetzt traurig machen, aber was dir gar nicht klar ist, wenn du ganz tief in dir reinschaust, wirst du feststellen, dass du diese Menschen hast, dass du die nicht haben willst, aber du hast sie doch in dem Moment, wo du sie denkst. Lass das auf dich wirken, wieder das schöne Spiel der Worte. Du hast förmlich diese Menschen, wenn du damit nicht einverstanden bist, dass es da außen Hater gibt, obwohl es die ja bloß gibt, weil wir jetzt davon sprechen, weil wir, die uns jetzt ausdenken, ich bin ja du. Aber ist nicht in dem Moment, sind diese Menschen nicht das Spiegelbild deines eigenen Charakters? Das Problem ist, du glaubst, du bist der Gute, du würdest das nie machen. Aber du magst es doch in dem Moment, wo du dir das ausdenkst, als unbewusst träumender Geist. Genau. Das musst du auf dich wirken lassen, das ist unendlich tief, weil damit beginnt die Heilung deines Denkens. Das sieht aus, wenn ich jetzt einen Krimi lese und mir böse ausdenke, da rieche ich mich komischerweise nicht drüber auf, weil ich weiß, das sind ja bloß Fantasiefiguren, die ich für die Geschichte brauche. Ja. Machen wir doch mal weiter. Das Dasein der geschaffenen Dinge ist nichts anderes als sein Werden und Vergehen. Diesem Ansatz folgert fast Eckhart, wohlgemerkt, ich denke mir jetzt jemanden aus, der sein Wissen über Eckhart hier äußert. So denke ich mir das als normaler Mensch, als bewusster Geist sieht es ganz anders aus. Da wirst du das komplett wegstreichen. Da ist jetzt der Meister Eckhart für dich genauso ein Gedanke wie der Autor, der Schreiber dieser Zahlen. Das wurde aber nie in der Vergangenheit geschrieben, wenn du jetzt träumst, weil ein Bild ist ein Bild und es taucht in dem Moment auf, wo das von dir ausgedacht wird. Alles, was in dir entsteht, entsteht in dem Moment, wo es zu existieren anfängt, im Hier und Jetzt. Und es kommt aus dir selbst. Okay? Die Schöpfung nicht als abgeschlossenen Akt der Vergangenheit auf, sondern als fortwährenden Fortgang, ein fortwährender Vorgang. Da ist übrigens die Wahrheit schon mit drin und die Wahrheiten sind Enden, die immer hier und jetzt sind, in einem ständigen Wechsel. Das ist, wenn ich 200 Gramm rotigen Nidde ständig umforme. Das wird jetzt sehr interessant, das kommt jetzt nämlich gleich. Gott hat den sinnlich wahrnehmbaren Einzeldingen nicht, als er sich schuf, die Eigenschaft der Beständigkeit und Fortdauer verliehen. Ich sage schlichtweg und einfach, alles, was existiert, ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Es existiert in dem Moment, wo du es denkst und in dem Moment, wo du dir was anderes denkst, wird diese Existenz vernichtet, genau genommen ausgetauscht mit einer neuen Existenz. Sobald ich die Form der Gnede verändere, die meinen Geist, die Energie in der Einstein-Formel symbolisiert, wird durch jeden neuen Schöpfungsakt ein Bild ausgetauscht, die Form verändert in dieser dreidimensionalen Metapher. Das ist übrigens alles, was ich sage, hundertprozentig sicher und hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfbar. Vom Geist, ja. Nicht von Intellekt. Intellekt ist nur ein Programm. Ein Programm kann nichts überprüfen. Es kann nur reagieren und verändern. Sondern die Schöpfung vollzieht sich in jedem Augenblick aufs Neue. Von Augenblick zu Augenblick, von Beckenblick zu Beckenblick. Wäre dies nicht der Fall, so müsste das Geschaffene sofort ins Nichts fallen, was es ja tut, aber im selben Moment was Neues entsteht. Da es im Gegensatz zum Schöpfer außerstande ist, OB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, außerstande sein, lasst es bitte genau zuhören, wir haben wieder zwei Seiten. Außerstande heißt, dass es nicht mehr stehend ist. Ja. Wenn ich das außer als Verneinung definiere. Ja. Die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die erweckt wird in dir, ist letztendlich immer ein stehendes Bild. Denk ganz einfach bei der klassischen Wiedergabe von einem Film.
Ja, Einzelbilder. Es sind stehende Bilder, die aber außerstande sind, weil du ständig meinst, dass sich da was bewegt. Ja. Die Worte sind selbst, du brauchst mit der Vordersprache, wenn du die verstanden hast, überhaupt kein Lexikon mehr, weil jedes Wort für sich selber einen riesengroßen, ich könnte jetzt einmal sagen, kein Wikipedia, sondern ein Udopedia-Eintrag ist. Nur gezippt. Aus sich selbst seine eigene Fortdauer zu ermöglichen. Alle Kreaturen sind ein reines Nichts. Immer dran denken, Kreatio, eine Wahl. Kreatio heißt eine Auswahl. Kreatio ex nihila. Wir haben einen Creator und eine Kreatur, Re. Das Zurückkehrende. Und die sind reines Nichts. Das heißt definitiv, ich sage jetzt, die 200 Gramm rote Gnede symbolisiert einen reinen, nicht denkbaren Geist. Und was du davon siehst, sind die Unterschiede an der Oberfläche, das sind die Formen. Wenn wir jetzt das spiegeln, jetzt ist ja das Einzige, was immer da ist, ist 200 Gramm rote Gnede, wenn wir die Formen mal rumlassen. Das habe ich so oft, das muss verstanden sein, das ist elementar wichtig für deine jetzt auf dich zukommende Zukunft, wenn du diesen Weg einschlägst. Dass ich, wenn ich das umforme, bleibt es immer 200 Gramm rote Gnede. Ich mache es nochmal, schau mal bitte das kleine Bild an. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist eine Computermaus, ich mache aus der 200 Gramm rote Gnede eine Computermaus, dann forme ich die um und ich mache das hier draus. Wenn du das Spiel spielst mit normalen Menschen und du fragst die, was ist das, dann sagen die, das ist eine Maus. Dann nehme ich ja das in der Hand und sage, jetzt habe ich die Gnede umgeformt und mache das hier draus. Was ist das? Dann sagen die, das ist ja das. Ich sage, nein, Blödsinn, das ist Gnede. Es ist Geist. Geist, der eine Form annimmt. Wenn ich jetzt diesen Geist komplett negiere, dann muss ich natürlich dann die Form auch negieren, die eigentlich nichts ist. Alles, was du auswählst, ist eigentlich ein reines Nichts. Das ist Geist. Und was du von dem Geist siehst, ist die Form. Wir können es noch einfacher machen, wenn du dir jetzt ganz gezielt zum Beispiel sagst, du denkst dir jetzt irgendwas aus, einen Stuhl, einen Tisch, eine Kugel, eine Holzkugel. Was ist die als Ding an sich? Selbst wenn du jetzt die Augen schließt und dich bemühst, die jetzt rein geistig einmal bildlich vorzustellen, was ist die als Ding an sich? Nichts. Geist. Ja. Geist in Form gebracht. Ja. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, wir machen das auf die VR-Brille. Die Augen oder jetzt als Monitore der VR-Brille sind doch auch schon wieder Sachen, die du dir ausdenkst. Das ist eigentlich alles nichts. Was sind die ganzen Sachen, die du in einem Traum erlebst, so wie du dir jetzt Träumen vorstellst, die du in einem Traum erlebst, wenn du nicht weißt, dass du träumst, dann so vollkommen das Real empfindest. Es bleibt trotzdem bloß in Form gebracht dabei, ist Energiequadrat, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Ja. Und Materie ist hochkonzentrierter Geist. Ja. So, und jetzt kommen wir eigentlich, ich musste das, dass du das verstehst, jetzt kommt das, wo ich eigentlich hin wollte, zu dem Nun. Verständnis der Schöpfung bedeutet somit Verständnis des Phänomens Zeit. Das hebräische Wort Zeit als Ed gelesen hast, schon mal eine augenblickliche Erscheinung. Und wenn du Geist bist, denkst du mit Lichtgeschwindigkeit und dann ist alles, was du denkst, hier und jetzt. Einfach die vorhergehenden Selbstgespräche annehmen. Es ist die absolute Apokalypse, wo du jetzt hörst. Apokalypse wird normalerweise immer wieder kirchlich lügenhaft verbreitet, als Weltuntergang definiert in Bezug auf die Johannes-Offenbarung. Enthüllung. Aber es heißt eigentlich wörtlich, das griechische Wort heißt nicht Weltuntergang, weil ja da angeblich die Welt, der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen, stille wird die Zeit und der Mensch macht alles vollkommen neu. Das habe ich so oft gesagt, das mache ich mit meinen Ohrenbohrungen, mit Holofeeling. Es heißt Enthüllung. Die Hülle, die dich einhüllt, ist die Hülle deiner Welt, wo du als sterblich, angeblich sterblicher Trockennasen auf um sie überleben kämpfst. Und ich nehme dir jetzt diese Hülle weg. Ich stelle dich zuerst einmal das absolute Nichts und dann werden wir was vollkommen Neues in dir auftauchen lassen. Etwas, was deine jetzige Vorstellung maßlos übersteigt. Dass du mit deiner Logik und der Logik der Wissen deiner Menschheit, wo ich sage, es ist das Wissen von mir aus gesehen von einer Schimmelpilzkolonie. Versuche es erst gar nicht dir vorzustellen. Du weißt, wenn ich immer wieder sage, geh in den Bauch eines Trockennasenweibchens rein, wo ein Embryo im dritten Schwangerschaftsmonat liegt und erklär dem, wie ihr Computer funktioniert. Das ist meine Situation, in der ich mich jetzt als Brüssel oder in deinem Traum befinde. Bin natürlich nur ein Gedanke. Genau genommen bin ich du. Du weißt es schon alles, sonst könntest du dir das ja jetzt in Form vom Udo gar nicht erzählen in deinem Traum.
Der überzeitlich existierende Gott schafft in einer permanenten Gegenwart im Jetzt oder Nun. Schaut, das ist schon. Da kann man Ja lesen, JH, das heißt Gott. Und der gebiert zwei Erscheinungen, rechts und links, plus 5, minus 5, plus 400, minus 400, plus 9, minus 9 als Spiegelung. Das nennt man auch Nun, das heißt ein Aufspannen, wenn man das U als Waff von zwei Existenzen. Interessant ist, es ist Nun, wirst du zu C Quadrat. Look. Ja. Lateinisch. Jetzt, nun, eigentlich zur Angabe zur Zeit der gegenwärtigen Jetzt, des gegenwärtigen Jetzt. Alles, was du wahrnimmst, ist hier in deinem roten Kopf und es ist jetzt. Jedes Wort, das ich jetzt spreche, jeden Buchstaben, den du hörst, wenn man jetzt wieder das Wort Wassermelone, ist schon wieder aufgespanntes Zeitfenster, wo ich, wenn ich Töne draus mache, schiebe das zusammen. Sowohl in dem gegenwärtigen Augenblick, Gag, die Welle, beziehungsweise 3-3, 33, 3-3, das Ausgedachte, sind immer Beckenblicke in unserem Tetraederspiegel. Und Mittelhochdeutsch heißt es mit L, mit Gott, UB, Deutsch, Deus, die Gottessprache, der Allermänner, der Alemannen, heißt es nur Nu, seiner Zeitlosigkeit, das ist die Ewigkeit und die Ewigkeit ist nicht die Zeitlosigkeit, Ewigkeit ist nicht irgendwas riesenlange Zeit, sondern es ist das ewige Hier und Jetzt. In einem Eck wird es hat, nimmt so Formen an, so eine Art, unterscheidet zwischen einem Nu und der Zit. Zit ist der Zeitpunkt innerhalb des Zeitflusses. Ich unterscheide zwischen hier Sein, das verbunden ist, und die Geburt einer intellektuellen Spiegelung oder Erscheinung. Das ist jetzt hier zum Beispiel, das wäre jetzt das Programm, die Datei, und das ist das Bild, das hier, das einzelne Bild, eine Facette aus dieser Datei. Genau. Im Zeitpunkt innerhalb, innerhalb, in Gott, entsteht eine Polarität, wo du immer bloß eine Hälfte anschaust. Ja. Und der Fluss als Ding an sich ist eine reine Illusion. Und im Nu der Ewigkeit, schau, Mittelhochdeutsch, ich, Quadrat, verbundenes Ich, dem Jetzt der Ewigkeit. Die Überzeitlichkeit des Ewigen, jetzt könnte man natürlich auch das, die Unterzeitlichkeit lesen. Je nachdem, ob man den Punkt, aus dem alles entspringt, wieder nach oben oder nach unten setzt, was eigentlich üben und oben ist, schon wieder ein Gegenteil. Das ist ein Fehler dabei. Er kommt aus der Mitte, aus dem Nichts. Wird in Eckharts Sprache der Augenblick, das Nun, wiedergegeben. Gag ist eben. Das Ausgedachte ist letztendlich Expand, beziehungsweise eben, es ist die Nulllinie. So, das lassen wir jetzt gut sein. Den kann man wegmachen, den kann man wegmachen, den kann man wegmachen. Das ist das Eden, kann man wegmachen. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, schauen wir mal in den Eckart rein. Wir hören uns ein bisschen Eckart noch an. Ich habe jetzt da hier das erste, das starte ich einmal bei 344 ein. Das oben will ich jetzt nicht, die Zahlen sind sehr interessant. Das heißt, 44 ist ja Ille, 3 ist der Geist. Und der Geist gebärt jetzt Ille das Kind. Darum ist der nächste Sprung von der 44 war die 45, das war der Adam. Und ein bisschen zuhören mit Holofeeling und wir interpretieren das dann. Ja, gebe ihm Gott hernach gar kein Himmelreich mehr. Er hätte dann doch noch zu großen Lohn empfangen für alles, was er je gelitten. Denn Gott ist in dieser Kraft wie in dem ewigen Nu. Die Kraft ist im ewigen Nu, in der Überzeitlichkeit, sagt Eckart. Das ist eigentlich dieser Urknall, bevor er geknallt hat. Ist alle Energie, die jetzt sich selber durch die Visionen, dieses Universum, das ist kein Akt, der sich über Jahrmilliarden ausdehnt, sondern das ist ein ständiges Implodieren, Explodieren, wenn ich es mir dreidimensional vorstelle. Schau nochmal das kleine Bild dort. Ich mache immer die extreme Vereinfachung einer Gedankenwelle. Das heißt immer Wellenbalkum, Wellenbalkum gleichzeitig. Genau genommen habe ich jetzt eine Rolle, ein Kreisen. Das heißt in dem Moment, das Bild, wenn ich jetzt mir dreidimensional vorstelle, wäre wie ein Kreisen.
Das geht nach unten, jetzt haben wir nichts und jetzt kommt das Gegenteil hoch. Ich nenne das einmal oben, nenne ich einmal hell. Das Hell verschwindet und jetzt taucht das Finster auf. Jetzt verschwindet das Finster, immer was du vorne hast, und dann kommt das Helle wieder. Von der Mitte aus gesehen ist aber das ein Blödsinn. Das ist wie wenn man jetzt zeitlich, ich mache jetzt das einmal von der Querfläche, du denkst dir, du schaust auf den Einheitskreis drauf, ich mache das Kreuz und ich sage, ich habe jetzt hier, wir starten immer bei 3 Uhr, ich mache es einmal von deiner Seite, dass es spiegelbildlich nicht ist, das ist ja 3 Uhr, der Beginn der Sinus. Gegenüberliegend hast du die 9. Die Reihe und seine Spiegelungen. In dem Moment, wo du hier von der 3 zur 2 hochgehst, geht die 9 zur 8. Ja. Das heißt, wenn was nach oben geht, geht auch was nach unten. Ja. In dem Moment, wo was in die Richtung fährt, fährt was in die Richtung. Ja. Du kannst das Kreisen, wenn ich mache, das Anziehen und das Ausstoßen und das Auftauchen und das Untergehen passiert immer gleichzeitig, weil du, wenn du heilig bist, aus der Mitte heraus gesehen, sich in dir eigentlich nichts verändert. Genau. Die 200 Gramm rote Gnete verändert sich nicht, das verändern sich bloß die Unterschiede, die du wahrnimmst. Aber jeder Unterschied, den du fokussierst, ist hier und jetzt. Okay? Ja. Weiter, genau aufpassen. Wäre der Geist allzeit mit Gott in dieser Kraft vereint, der Mensch könnte nicht altern. Das bist du. Aber das ist jetzt eine Kategorie 2 Aussage. Wäre der Geist ist von allzeit mit mir, ich OB, vereint, könntest du nicht altern. Aber altern, derni, der lateinische All ist Gott, ist nichts. Und derni auf Lateinisch, das Alternieren, heißt zuerst einmal 3. Auf die Frage, wie viel. Und die 3 wiederum, diese Öffnung des Spiegels, benötigt erst einmal 4 Spiegel, denn der Dreiederspiegel. Das heißt, das Alternieren, Gott selber alterniert ja nicht, weil das war die Sache mit dem Mittelpunkt im letzten Selbstgespräch. Ein absoluter Mittelpunkt, ein rein geometrischer Punkt, hat nämlich keinen Radius. Der ist schon was Ausgedachtes. In dem befinden sich alle Perspektiven. Für einen Dummkopf nochmal deine klassische anerzogene Vorstellung, das spreche ich dir jetzt zu, an Wissen ist, wenn du einen Punkt Geodaten angibst für die Erdkugel, die du dir jetzt schon einmal voraussetzt, dass du eine Erdkugel ist, gehst du immer von dem Mittelpunkt aus und du kriegst jetzt nur eine Angabe von Längen und Breitengraden. Das ist praktisch aus dem Mittelpunkt heraus gesehen eine gewisse Richtung, in irgendeine Richtung, und da hast du ein Axiom, eine Vermutung, dass dich eine, dass du auf einer Kugeloberfläche bist. Das heißt, den Mittelpunkt ignoriert man eigentlich, von dem er ausgeht. Dasselbe hast du dann bei den Gravitationsberechnungen. Dass hier man immer vom Punktmassen ausgeht, sonst kannst du das gar nicht berechnen. Da wird immer vom Punkt gesprochen, aber dann setzen die automatisch eine Peripherie, einen Radius, was drumherum, was räumlich ausgedacht ist, was in einem absoluten Geist, der wirklich bewusst ist, der weiß, dass das nur ausgedacht ist, ganz bewusst. Jetzt könnte ich wieder sagen, denk an eine Erdkugel und denk an eine Sandkorn oder an einen Tennisball. Wenn du das denkst, ist der gedachte Erdkugel ist kein bisschen größer wie der Tennisball. Weil in, das ist ja eindeutig eine Information. Wie sollte in dir drin was größer oder kleiner sein? Jetzt geht schon wieder los, wenn du von in dir drin sprichst. Was du jetzt zwanghaft mit deinem Programm an dein Gehirn denken, wie kann hier ein Tennisball, den könnte ich mir ja noch reindenken, größenmäßig in ein Gehirn, so wie ich mir das jetzt wieder ausdenke, aber die Erdkugel hat auch keinen Platz. Du kannst Größe definieren und dir vorstellen, dir das ausdenken. Es bleibt aber trotzdem deine Information. Dass diese Kleinigkeit wird herausgefiltert von dem materialistischen Wissen, von dem ganzen Geschwätz. Weiter zuhören. Denn das Nu, worin Gott den ersten Menschen machte, und das Nu, worin der letzte Mensch vergehen soll, und das Nu, worin ich spreche, die sind gleich in Gott. Dieses Nu, dieses ganz einfache Nu, zu dem kommen wir übrigens dann nochmal. Jetzt habe ich einfach mal Nu geschrieben. Auftreten, kommen. Wichtig ist, und das jetzt einmal genauer anschauen, das obere lassen wir weg, weil das verwirrend ist, wir fangen hier an beim Tipp vom Redo. Perfekt Plural. Perfekt Plural, erste Person in beiden Geschlechtern. So steht es in den hebräischen Grammatikbüchern drin. Ne? Das heißt, das ist jetzt irgendeine hebräische Radix aus 2 oder 3 Buchstaben und dann ist dieses Suffix dran. Wir wissen, das ist das bewusste geistige Sein, ist immer alles im Geist verbunden, und da wir hier
erste Person der beiden Geschlechter, männlich und weiblich, das, ich könnte jetzt wieder sagen, hier der Denker und ausgedacht, das ist eigentlich ein einziges Ding. Wir nennen das Adam oder Jahwe. Das heißt aber auch, wir haben XXX, da können wir jetzt irgendeine hebräische Radix reinsetzen, oder unser XX ist. Die erste Person, die schreibe ich jetzt rot, die Weisheit des erwachten Sohns ist in der Mehrzahl, im Mehr, die Zahl, ich erzähle dir jetzt etwas, und Zahlen, schon wenn wir uns viele Zahlen denken, war die Einheit, diese absolute Uni, die Eins, schon wieder zu gewissen einseitigen, fragmentierten Vorstellungen. Trägt die Endung Nu. Das ist in der Zahl 7 mal 8. Da haben wir den Sieb. Der raumzeitliche Intellekt ist eigentlich eben. Ich kann auch lesen, sie ist eine polare Existenz. Die Welt ist zuerst einmal ein B-Rand, ein polarer Rand, ein Brandopfer, BR ist das Äußere. Und ich sieb mir jetzt irgendeine dieser Wellen heraus. Und das ist eine Gestaltwerdung von Gott. In der 8. Das ist die weibliche 1. Und 8-mal von Gott ist 7. Wenn wir im Perfekt die Zahl des 7. Tages, das heißt dies, die Welt, diese wahrgenommene Welt, diese polaren Rand, dieses, den ich von Augenblick zu Augenblick opfern muss, darum ist das hebräische Wort Welt und ein aufgespanntes Brandopfer, der polare Rand. Das ist übrigens hier, um das nochmal ganz klar darzulegen, wir haben W-E-L-T. Kann man natürlich auch anders schreiben. Moment. W-E-L-T. Ich mache jetzt ja nur eine Perspektive von vielen Perspektiven. Da haben wir den polaren Rand, das Brandopfer, da sind wir oft drauf eingegangen. Die Ursache für die Welt ist eine KI, eine künstliche Intelligenz, nennt man das in der heutigen Sprache. Darum ist es, die erzeugt den polaren Rand und das ist von Gott. Gestalt geworden ist nichts. Und das ist eine Wunde. Und die Wunde heißt letztendlich eigentlich eine Beule schlagen, etymologisch aus dem griechischen Trauma, Traumschöpfung. Das ist eigentlich hier mal schon mal die ersten Stufen. Das heißt, dieses Nu, das steht da alles mit drin. Wenn wir Geist, wir sind ein Singular. Es gibt nur einen Geist. Immer dran denken, wenn du vor dem Bücherregal stehst, hast du alle Programme, alle Leben durchschaut. Sobald du noch im Werdeprozess bist, imperfekt die Zahl des 7. Tages, diese Welt, wahrgenommene Welt, das Brandopfer, mit der 8 des 8. Tages verknüpfen wird ihr Produkt, das ist das Mal, zu unseren eigenen Kennzeichen werden. Und wir werden uns nicht nur der oberflächlich betrachteten Schönheit, das ist das Logische, das Shin, Rot, der Logos des Sein, unseres Universums, sondern unserer eigenen Vollkommenheit und unserer eigenen geistigen Tiefe gewahr werden. Der Geist wird zu einer Wahrnehmungseinheit, habe ich jetzt geschrieben, und dieses Verbunden ist immer ein Erwecken von geöffneten Existenzen, was Urteilen heißt, das sind Gedankenwillen. Nu, blau gelesen, ist ein existierend aufgespannt, und das heißt übrigens dann all, das Nichts ist so, raumzeitlicher Augenblick, reißen, wie du dir das ausdenkst, das ist eine existierende Schöpfung. Na und? Diese existierende Schöpfung heißt auch hebräisch wieder unvollkommen. Was soll das? Was soll mir das jetzt sagen, Redo? Das ist es nun. Gehen wir mal zurück. Du merkst, das Wort, das ist so ein Hintergrund. Wahnsinn. Und es ist nichts als ein Nu. Es ist nichts als ein Nu. Nun seht. Nun seht. N-U-N. 2-N. Aufgespannt. Erst dann kann ich sehen. Ich kann bewusst eine Ehe aufbauen, dass ich die verbinde, dass ich zuerst einmal weiß, ich habe zuerst einmal mit einer Gedankenwelle zu tun, die man dann natürlich in der höheren Ebene sofort immer weiß, das sind zuerst einmal 16 Zeiten dort, die man nachvollziehen kann. Wenn man das Wissen von Holofeeling hat. Mensch wohnt in einem Licht mit Gott. Und darum ist in ihm weder Empfangen noch Nachfolgen, sondern eine gleiche Ewigkeit. Der Mensch wohnt in dem einzigen lichten Gott, weil alle, wenn du im allerersten Uni, im ersten Uni, im ersten Tetraeder, in dem Urtetraeder, wie ich das nenne, die 1-4er-Struktur, darum ist 1, 2, 3, 4, die ersten vier in den letzten Gesprächen,
von unserer Holoarithmetik ist 10. Das wird dann zum 100er, die 0 wird dann unendlich. Wenn du, der Mensch lebt, der Adam jetzt, lebt in dem allerersten Licht. Machen wir uns ganz kurz nochmal an. Und darum ist in ihm weder Empfangen noch Nachfolgen. Es gibt kein Aussenden und ein wieder Zurückholen. Diese Atmen, die Kugel ist rein imaginär. Die Magie, die göttliche Magie in dir. Was passiert eigentlich, wenn du träumst? Du kannst jetzt sagen, wo kommt es her und wo geht es hin? Was ist das eigentlich, was du im Traum erlebst? Hirngespinste. Ein Gespinst ist ein Gewebe. Ein Geist fängt an zu weben, aber dieses Weh, dieses doppelt aufgespannte, ist eben und ist expand. Eine herausgetretene Polarität, die, egal wie du es nimmst, sich in sich selbst immer wieder in der Vollkommenheit hält, weil plus 5 und minus 5 ist eigentlich nichts. Darum kannst du das Bild erst sehen, weil du einseitig warst. Du musst in die Vergessenheit gehen, um etwas zu erleben. Aber jetzt kommt mit Holofeeling, dass man in diesen Stufen des Menschen du zu einem Geist werden kann, der bewusst sich selbst als träumenden Geist, als Intellekt, als funktionierenden werdenden Intellekt und natürlich zwangsläufig als Person, die dazugehört, erleben kann. In einer vollkommenen Gleichwertigkeit. Und jetzt kommt die rote Glückseligkeit. Und ich mache da nochmal ein ganz schönes Beispiel dazu, dass ich sage, habe ich oft erwähnt, aber ich bringe es jetzt nochmal genauer auf den Punkt. Du bist ein Schauspieler, der ist jetzt schon was Ausgedachtes und du spielst jetzt die Rolle vom Redo. Du bist ein Schauspieler und du spielst die Rolle, du bist auf einer Theaterbühne. Das ist deine virtuelle Welt, die wir uns jetzt ausdenken. Und jetzt kriegst du, und jetzt erweite ich, dass du als Schauspieler alles, was du spielst, da leidest du ja nicht, weil du ja eigentlich was ganz was anderes bist wie die Figur, die Rolle, die du spielst. Und wir sagen jetzt, du spielst einen Vater, dessen Sohn in den Krieg gezogen ist und jetzt bist du daheim und du liebst deinen Sohn so und du hoffst, dass er heimkommt und jetzt geht die Tür auf und es kommt ein Bote rein, ganz normale Theaterbühne, und der berichtet dir jetzt, dass dein Sohn gefallen ist und du hörst es und es ist wie, wenn man dir das Herz rausreißt. Das sind jetzt alles nur Worte, da kann man jetzt Gefühle aufbauen und du brickst von einem Moment zum anderen brickst du zusammen. Tief erschüttert und dicke Tränen laufen dir die Wangen runter. Du wirst rein bildlich in der Physiognomie zu einem einzigen Bild von Leid. Und was passiert in dem Moment, wenn du der Schauspieler bist und du weißt, du bist auf einer Bühne, du wirst dich unendlich freuen, dass du in der Lage bist, dieses Leid so gut rüberzubringen. Und vielleicht in Tag vorher jetzt bewusst ausgedacht, hast du versucht es, aber da sind dir nicht so viele Tränen runter. Aus welchem Grund auch immer, dir ist es nicht gelungen, hier Tränen rauszudrücken. Du warst nur erschüttert ohne Tränen. Und heute freust du dich, weil zusätzlich dich so reinsteigerst, dass dir sogar Tränen runterrollen. Und jetzt kommt was. Dieser extreme Schmerz, den du verkörperst, wird in dem Geist, der dich bewusst die Rolle spielt, eine Riesenfreude auslösen. Genau. Was empfinden? Jetzt tauschen wir die Perspektive. Jetzt bist du nicht dieser Schauspieler, sondern dieser Schauspieler auf der Bühne wird was Ausgedachtes, du sitzt im Zuschauerraum. Du vergisst in dem Moment als Zuschauer vollkommen, dass du nur der Zuschauer bist. Und du lässt dich jetzt in die Geschichte reinfallen und du bist tief entgriffen und wirst am liebsten mitheulen, so fühlst du dich als unbewusster Geist. Obwohl dir auf der Bühne gar nicht leidet, sondern sich freut, weil er die Trauer so gut darstellt. Merkst du, was mit Gefühlen passiert, wenn du die Positionen in diesem Schauspiel veränderst? Noch ein bisschen. Sondern eine gleiche Ewigkeit. Diesem Menschen ist in Wahrheit gar viel abgenommen. Und alle Dinge stehen wesenhaft in ihm. Diesen Menschen, den ich Geistesfunk nenne, rot geschrieben, dem wird wahrhaftig viel abgenommen. Das ganze Leid, die ganze Sorge um die Welt, um die Menschen, um die Tiere, die gequält werden, nehme ich dir alles weg und du stehst plötzlich in der vollkommenen Glückseligkeit. Normale Menschen sind wie Autoren, Autor, Zeichenerwecker hebraisiert, die Romane schreiben, die sie sich ausdenken, Figur, Protagonisten ausdenken. Und das sind jetzt zum Beispiel Böse oder Hater, die ja nur existieren, weil sie von diesen normalen Menschen ausgedacht werden. Und die regen sich unendlich darüber auf, weil die so böse sind und so schlecht sind. Das ist die perfekte Beschreibung von einem normalen, unbewussten Trockennasenaffen, der komplett vergessen hat, wer oder was er ist.
Die ewige Verdammnis. Die ewige Verdammnis bist du, darum sage ich, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das begreifst, was du bist. Du bist ein Weltenerwecker in dir. Aber als träumender Geist, den wir uns jetzt ja auch ausdenken, bist du ein Unbewusster. Du musst jetzt der werden, der zuerst einmal sagt, ich war bis hierher ein unbewusster träumender Geist und ab jetzt, der Film läuft ja ganz normal weiter. Ich betone immer wieder, zuerst momentan spielst du deine Rolle weiter, aber so, du spielst ab jetzt deine Rolle so, wie ich es gerade beschrieben habe. Du wirst dich über jeden Fehler in deinem Traum freuen, weil du einen Fehler siehst. Du wirst in jedem Moment, wenn du mit jemandem mitleidest, wirst du nicht mehr leiden, weil du ja weißt, das ist bloß eine ausgedachte Figur, eine Rolle in einem Roman. Auch wenn dir das hundertprozentig nach bisheriger Definition sinnlich wahrgenommen real vorkommt, aber deine sinnlichen Wahrnehmungen sind genauso Informationen, du bist bloß in der vierten Stufe der Vergessenheit. Da haben wir übrigens auch eine Spiegelung, wo ich immer wieder die vier Stufen der Vergessenheit beziehe ich ja nur auf sinnlich wahrgenommene Informationen. Ja. Erinner dich an gedachte Wörter, wo du Bilder draus machen kannst und die sinnlich wahrgenommenen Bilder kannst du Wörter draus machen. Ja. Genauso ist, spiegelt sich die vier Stufen der Vergessenheit in der Gedankenwelt. Okay. Will ich jetzt aber nicht darauf eingehen, wäre Thema für sich selber. Das ist dieselbe Spiegelung in der Vergessenheit. Ja. So, ich lasse das jetzt einmal stehen, das schmeißen wir weg, schauen wir in das nächste einmal rein. Und zwar von der Dunkelheit. Du merkst, es ist reines Holo-Feeling. Du hast keine, ein Philosoph der Welt, der ein materialistisches Wertesystem laufbart, hat nicht die geringste Möglichkeit überhaupt, das, diese einfachen deutschen, altdeutschen, mitteldeutschen Worte zu verstehen, die jetzt natürlich in normalen Hochdeutsch gesprochen werden. Mit Holofeeling wäre das vollkommen klar, plötzlich wirst du feststellen, alle Weisen deiner Welt, wenn es wirkliche Meister sind, sagen alle dasselbe. Wir können auch asiatische Meister nehmen. Da wird natürlich dann eingefärbt mit Meditationen, sich in die Stille meditieren und all das Zeug, weil man das raumzeitlich-chronologische Denken nicht loslässt. Da ist diese deutsche Meisterschaft schon wesentlich weiter. Da ist jetzt das einmal, dass wir uns die Dunkelheit klar machen müssen. Wir können jetzt hier mal schon mal das Urteilen, das beginnt, aber wir haben ja die Finsternis beginnt ja ziemlich am Anfang unserer Tora in Genesis 1. Im ersten Kapitel kommt ja dann gleich hier nach der Schöpfung von Himmel und Erde die Finsternis und da steht das Wort Kaschak. Das schauen wir uns nochmal an. Da steht also die Finsternis, was auch Unwissenheit heißt. Das schreibt sich Tschetschen. Eine kollektive Logik und das Kaff am Ende heißt deine kollektive Logik, beziehungsweise das kann man rot und blau machen. Schau, kollektiver Logos vom absolut immer vorhandenen. Und die spezielle Kollektion einer Logik, wie du sie dir ausdenkst, wie dein ausgedacht ist. Das ist die Dunkelheit, die Finsternis, die Verfinsterung, dunkel werden, hast dann auch hier unwissend sein. Was jetzt interessant ist, was heißt, und es war Finsternis, dass jetzt hier eine Altgott ist, der letzte Buchstabe, den können wir als Suffix lesen, dann ist das der Suffix für dein. Dann ist interessant, was bedeutet Kasch alleine? Und jetzt wirst du feststellen, das heißt, dass da mal ein Empfinden fühlen sich beeilen, das stimmt aber nicht ganz, weil das eine Unterform ist von dem Chit, Waf, Shin, weil wir müssen ja die Kollektion aufspannen, das was da ist, und jetzt kriegst du das Empfinden, der Sinn, Aufmerksamkeit, Empfinden, fühlen sich beeilen. Bei dem Beeilen ist es ja ganz interessant, dass dieses Ei heißt ja nichts, ja. Le'en ist eine auseinandergeschmissene Existenz. Und das kannst du empfinden und fühlen. Und dann heißt es hier definitiv Sinn, Gefühl und Empfinden. Da ist ein Sinus, bewusster göttliches Sein, Bewusstsein, bewusstes göttliches Sein erzeugt eine Existenz und die fängst du, das wird, das Gehirn fängt jetzt an zu fühlen, sich aufzuwühlen, sage ich immer wieder, und dann fängst du an, was zu empfinden. Und das kommt ja, die Empfängt kommt von Empfangen. Aber du kannst nur das empfangen, was du dir letztendlich ausdenkst. Und darum ist es auch Island. Jetzt, wenn ich das Englisch spreche, heißt es eine Insel. Genau. Und Insel wiederum ist I mit A geschrieben. AI heißt auch Insel, weil das Island ist. Das passiert nämlich mit Lichtgeschwindigkeit. Diese existierende Öffnung, dieses ND, heißt sich mit Lichtgeschwindigkeit hin und her bewegen, aber nicht von der Vergangenheit in die Zukunft oder von hier nach D-Ort, sondern auf
wie Wellen gleichzeitig. Das ist das lichtgeschwindige Schwingen. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt hier noch in Chat Shin schreibe, im ewigen Hier und Jetzt ruhen und seine selbst ausgedachten Gefühle empfinden, deine Gedanken werden empfinden. Das heißt wieder empfangen. Du kannst nur das wieder empfangen, wieder in dir aufnehmen, was du vorher aufgespannt hast. Und dann ist es ganz interessant, diese Dunkelheit, die jetzt erschaffen wird, ist eigentlich die Unwissenheit, die du selber erschaffst. Das ist die Stelle, es ist das Tohuwabohu und Finsternis. Aber das hast jetzt hier, wenn wir es original schauen, das hast in deinem Sinn und Gefühl. In deiner Unwissenheit erschaffst du das. So viel zur Dunkelheit, das lassen wir dann genug sein, dass wir weiterkommen. Ich reduziere das jetzt. Und jetzt hören wir hier mal ein bisschen rein. Genau aufpassen, es beginnt mit 44, das springt auf die 45 auf den Adam und wir schauen mal, was er jetzt erzählt. Er, den wir uns ausdenken, der Meister aller Meister, ist ja nur Stimme. Gott wahrhaft und willig mit seinem Wissen ein und leuchtet da in Klarheit. Wo sich Gott aber wissen will, da kann dein Wissen nicht bestehen und zu nichts dienen. Du brauchst nicht zu wähnen, deine Vernunft könne noch so wachsen. Das Wähnen, da steckt der Wahn schon mit drin. Das ist immer, wenn ich in ganz einfachen Kinderworten als Erster was erkläre und ich höre dann ja aber. Das Verrückte ist, darum unterstreiche ich immer wieder, ich erkläre Sachen, wo du die wesentlichen Aussagen hier und jetzt sofort hundertprozentig sicher überprüfen kannst. Jetzt sage ich wieder, schau zur Tür hin und schau die Türklinge an. Das sind jetzt Worte und dann kannst du aufgrund der Worte, wenn du willst, sogar die sinnliche Wahrnehmung austauschen, indem du den Kopf drehst. Jetzt könnte ich wieder sagen, schau das, das Selbstgespräch davor an mit Ariane, mit dem Ofen, mit dem Kopf drehen. Kann man den Kopf überhaupt drehen? Existiert überhaupt der Kopf, wenn du normal deine Bilder auf der VR-Brille austauscht, wie ich das nenne? Drehst du dann überhaupt den Kopf? Da muss jetzt erst der Kopf ausgedacht werden, den du drehst, was du aber normalerweise gar nicht machst. Das heißt, du konstruierst ständig, das steckt alles in meinem Klingeling-Beispiel drin. Alles, was jetzt ist, ist in dir zwanghaft in deinem chronologischen Denken verankert, dass das irgendwann einmal vorher da außen war, bevor du es gedacht hast und jetzt da außen ist, bevor du es denkst. Du hörst Klingelingeling und du sagst, wer ruft mich jetzt an und du denkst an dein Telefon. Die Sachen entstehen aufgrund des Klingelns. Es ist hundertprozentig sicher, dass die Sachen in dir nicht existieren, in dem Moment existieren wohlgemerkt, nicht, dass sie nicht da wären. Du musst, was du wahrnimmst, musst du in die Existenz heben und es kommt aus dir. Und das Innerste in dir ist das Internet. Das gilt für alle Internetseiten, die du jetzt aufmachst. Und dann hast du eine Seite und dann legst du wieder extrem einseitig aus. Weiter. Dass du Gott erkennen könntest. Sondern wenn Gott in dir göttlich leuchten soll, dazu fordert dich ein natürliches Licht keineswegs. Das heißt, wenn die Lampe im Projektor in dir, dass dir klar wird, ich Geistesfunk bin die Lampe in einem Projektor. Und die Sonne da außen ist kein Licht. Es ist ausgedachtes Licht. Es ist nur ein Schatten. Dass ich immer sage, ob du eine VR-Brille aufhast oder in einem Kino sitzt. Die Bilder, die du vor dir siehst, sind ständig wechselndes Schatten. Und diese Lampe, die du dir ausdenkst, ist ein winziger kleine Facette, genauso was Ausgedachtes wie alles andere auch, wie die Schatten. Es sind logische Konstrukte. Da bewegt sich auch kein Licht drunter. Denk wieder an das So-Sein. Einstein. Du siehst es und es ist da. Du siehst es und es ist da. Ich habe in dem Gespräch, wo ich darauf eingehe, auch eins der vorhergehenden Selbstgespräche gesagt, die spezielle Relativitätstheorie beweist die absolute Gleichzeitigkeit von allem, was du siehst. Das ist der Zustand, wenn du vor dem Bücherregal stehst, ist dir klar, dass alle Bücher, alle Seiten und alle Definitionen der Worte, die man überhaupt tätigen kann, gleichzeitig da sind. Was natürlich nicht denkbar ist. Und die Naturwissenschaft dreht es genau wieder auf den Kopf, die sagen, Einstein, die spezielle Relativitätstheorie beweist eigentlich, dass überhaupt nichts in der Welt gleichzeitig sein kann. Durch diese verschiedenen Laufzeiten von der Lichtquelle zu dem, der es anschaut. Die Naturwissenschaft stellt alles auf den Kopf. Ich wurde von meiner Mutter geboren. Ich sage, nein, du bist Geist, du denkst dir jetzt eine Trockennasenäffchen auf, die ein kleines Trockennasenäffchen auf die Welt bringt, wo du sagst, das war ich in der Vergangenheit, was ich natürlich jetzt nicht mehr bin, weil ich bin ja gewachsen. Ist unheimlich logisch und nicht besonders geistreich, weil alles, was du denkst, jede Bildveränderung jetzt passiert. Übrigens hundertprozentig sicher, sofort überprüfbar. Aber nur für einen Geist.
wenn du meinen Gedankengängen mitgehst, schon die Tatsache, dass du mich hörst, du bist Geist von meinem Geist. Und jetzt klingt es so lieblos, wenn ich sage, die Menschen, die du dir ausdenkst, alle gehen mir komplett am Arsch vorbei. Das heißt definitiv, deine Gedanken, die du in dir aufhörst, sind sowieso schon wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Was soll ich mir da in den Kopf zerbrechen? Mach dir jetzt erst einmal Gedanken, was du selbst bist. Ich erkläre dir, was du bist und ganz grob, ganz einfach, wie du funktionierst. Und da setze ich dann immer wieder eins drauf. Hör mal weiter zu. Es muss viel mehr zu lauter Nichts werden und völlig ausgehen. Und dann es muss viel mehr werden. Es muss das werden, was immer ist. Und dann wirst du zu lauter Nichts. Jetzt ist natürlich dieses lauter Werden ist eine schöne Sache. Da klingt schon wieder, ist es laut. Ist es laut, aber zu laut gehört leise. Und dann kriegst du das lauter. Und Gott mit seinem Licht hineinleuchten und bringt all das mit sich, das dir ausgegangen ist. Und tausendfach mehr. Ich bringe all das wieder in dich hinein mit sich, was dir ausgegangen ist. Jetzt haben wir wieder das Ausgehen. Zwei Seiten, ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, zwei Seiten. Geht ein Licht aus oder geht es aus dem Licht heraus und wird zu einem ausgedachten Licht? Der Sohn, der Gottessohn, ist Licht, ewiges Licht, ein Geistesfunken. Die Sonne ist ausgedachtes Licht. Das ist vergänglich, das hast du schon in deinem ausgedachten, aufgespannten Tagesrhythmus von Kommen und Gehen. Aber der, der die Dunkelheit sich ausdenkt, der denkt sich auch die Helligkeit aus. Und jetzt sind wir wieder bei unserer Erdkugel von der höheren Ebene. Die Synthese von beiden ist praktisch letztendlich, dass beides immer gleichzeitig da ist. Wie Gedankenwellen, wie Wellenberg und Weltall. Wie Gesundheit und Krankheit, wie Krieg und Frieden. Der Heilungsprozess passiert im ewigen Hier und Jetzt. Wenn man bewusst Hier und Jetzt denken kann. Und eine neue Form dazu, die alles in sich liest. Das ist Holo-Feeling. Eine neue Form, die alles in sich schließt. Das ist ein bewusstes Chatdenken, das schon immer in dir drin war, das du mit einer Vereinzelung nie verstehen wirst. Nun könntest du sagen, wahrlich Herr, was soll dann meine Vernunft, wenn sie so untätig stehen muss, ohne alles wirken? Ist das der nächste Weg, dass ich mein Bewusstsein zu einer unerkannten Erkenntnis erhebe? Das ist so eine Sache, das ist ausgedachtes Bewusstsein, dass ich mein Bewusstsein, das ist jetzt schon eine sehr fehlhafte Interpretation, wo ich jetzt nachbessern würde. In jedem Leben besserst du nach. Ich sage Ihnen, ich bin nur, in meinem Einstein-Leben habe ich elementare Sachen übersehen, die will ich jetzt mit den Offenbarungsschriften richtigstellen. Ich will auch die Fehler in den Meister-Eckhart-Schriften richtigstellen. Das ist immer noch rudimentär, dass man Bewusstsein besitzt. Du kannst Bewusstsein nicht besitzen. Sehr interessant. Pass auf, ich lasse ganz kurz die Stelle nochmal, ich erwische es. Ist das der nächste Weg, dass ich mein Bewusstsein zu einer unerkannten Erkenntnis erhebe, die es doch nicht geben kann? Die eben kann. Geist ist eben. Das ist die Nulllinie, genauer gesagt, das ist schon wieder was aufgespannt, das ist der absolute Mittelpunkt. Mit Gott in einem Punkt. Ich bin du und du bist ich. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir und du bist in mir. Und wir beide sind jetzt in diesem einen Punkt komplett verschmolzen. Wir sind jetzt der Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt, die ganze Welt ausdenkt. Bloß du denkst dir eine andere Welt aus wie der Redo. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Das wird alles ganz klar beschrieben. Wenn du das jetzt hörst, weißt du, wie viele Sachen du hörst, wo du eigentlich nur ein unglaublich einseitiges Wischiwaschi an Vorstellungen erzeugst, weil du die Worte nicht ganzheitlich betrachtest. Das gilt für alle, die du dir ausdenkst, weil all die Menschen, die du dir ausdenkst, Spiegelbilder deiner eigenen Unvollkommenheit sind. Und ich sage, mach dir all die Möglichkeiten zu eigen. Es sind Facetten deiner Weisheit. Zumindest, wenn du ich bist. Und dann ist es alles okay, da wirst du nichts dran verändern. Wenn du weißt, was es ist. Denn erkennte ich etwas, so wäre es nicht Unerkanntheit und wäre nicht frei und losgelöst. Soll ich denn ganz und gar in Dunkelheit stehen? Ja, das ist nämlich jetzt die Sache, dass wir das auch tauschen können. Denk wieder, in der Physik haben wir so eine Weisheit. Wir haben zuerst einmal hier ein schwarzes Loch und ein weißes Loch. Und das kannst du immer austauschen. Was setze ich für Gott? Geh mal in den Sanskrit rein, dann ist Krishna, der Schwarze ist Gott. Genau. Und Arjuna ist der Sohn, der Schüler. Das Wort Arjuna heißt weiß und Krishna heißt schwarz.
Westliches, östliches Denken. Genau. Der Schwarze saugt alles in sich auf. Wird zur Vollkommenheit, indem das Licht, die äußeren Lichter ausgehen, weil nur noch das innere Licht da ist, das ein Licht ist, das man nicht sehen kann. Das ist das reine Bewusstsein. Ja. Wenn ich jetzt aber sage, ich weiß, das weiße Licht strömt alles aus, das ist der Ben, die polare Existenz. Ja. Die Dunkelheit, die Finsternis, wenn ich, kann ich als Unwissenheit sehen, ich kann das immer wieder tauschen. Ich kann natürlich auch das Leben, das Weiße, das ist nämlich das hebräische Wort für weiß. Gehen wir ganz kurz einmal rein. Das ist LBN, rot gelesen. Das geistige Licht ist inmitten verbunden, das absolute bewusste geistige Sein. Wenn wir das blau lesen, wird es das ausgedachte physikalische Licht, was eigentlich nur Lichtschatten ist, weil du brauchst ja immer einen Unterschied zwischen hell und dunkel, wenn du das ausdenkst. Außen, jetzt haben wir wieder AOB, HAL, Pol, R. Die Polarität einer Gedankenwelt ist plus minus immer gleichzeitig ist was Existierendes. Du kannst dir plus eine, du kannst eine Seite denken, aber im Hintergrund ist immer die andere Seite. Und das ist das Hebräische Wort, das heißt, dass du mal weiß. Und damit schon unser B, unser Weib. Die Frau, Nekaba, die Welt. Dann ist es saure Milch. Jetzt können wir sagen, gut, weil die weiß ist, nee, interessant ist, Milch heißt ja das Weltliche. Weil du sagst, ich weiß. Darum mache ich Leben. Weiß, ich weiß. Geistloses Weibwissen. Einen kleinen Satz, und dann hören wir das nächste und dann schließen wir das ab. Ja, gewiss. Du wirst nie besser stehen können, als wenn du dich völlig in Dunkelheit und Unwissen setztest. In es stehen können, die Weisheit ist genau genommen Unwissenheit, verbundenes Sein von Wissen. UN, verbunden seiendes Wissen ist Weisheit. Und wenn du in der Weisheit bist, ist kein Wissen mehr da, weil Wissen ist ein Bissen. Ich sage, deine Information, die existiert, ist von Moment zu Moment. Der Augenblick, der Beckenblick ist immer ein Moment. Darum heißt es Mom auf Hebräisch Fehler. Es fehlt in dir, weil du dir es ja ausdrückst, weil es zum Existieren anfängt. Aber die Weisheit selber ist ein Nichtwissen. Aber das Verrückte, in dem alles gleichzeitig da ist. Ja. Weisheit besteht darin, dass wenn ich dich jetzt frage, kannst du lesen und du sagst ja. Kannst du rechnen und du sagst ja. J.A. heißt der göttliche Schöpfer. Wir können J.A. lesen oder J.H. lesen. Dann heißt es die göttliche Quintessenz, das hebräische Wort, die Kurzform für Gott. Genau. Gott wiederum, G.O., rot gelesen, G.W.A.F. gelesen. Heißt das Innere in Bezug auf die Eingeweide? Ja. Innen ist auch die Matrix, das Innerste der Matrix, könnte ich sagen. Ja. Und diese TT 400, 400 ist 800, rot geschriebenes göttliche Wissen. Und die zwei TT haben wir gehabt, sieht dann aus wie ein Pi. Und Pi ist göttliche Weisheit. Ja. Und das ist das Pi, wo alles in eins zusammenfällt. Dann weiß ich nichts mehr, weil ich alles weiß. Ja. Haben wir nicht festgestellt, dass das Wort Nichts im Prinzip dasselbe Bild ist, das Spiegelbild von dem Wort Alles. Steht doch alles da. Ja. Dass dieses Prinzip gilt für alles. Ich mache einen Satz von dem Udo in dir. Ich sage immer, bring mir eine Magie-Tütensuppe, irgendeine. Und dann lesen wir das mit diesem Prinzip und du wirst feststellen, dass deine Metaebene eine vollkommene Weisheit draufsteht. Es gibt nichts, was Facetten meiner göttlichen Weisheit wären. Allumfassende Liebe erfordert es, dass du erkennst, dass egal was in dir auftaucht, wichtig ist, weil es eine schon ein Grund, eine Facette, ein Teil von Gott ist. Gott ist nur ein anderes Wort für absolute Heiligkeit. Das ist der Sinn des Lebens, dass du dich diesen niemals erreichbaren Punkt annäherst, im Meer mehr annäherst. Achte mal auf diese deutsche Sprache. Wieso kannst du den nie erreichen? Weil du der schon immer bist. Das heißt, so wie du die Einheit, die absolute Einheit nie erreichen kannst, wirst du auf der anderen Seite eine unendliche Möglichkeit bis in alle Ewigkeit haben, neue Welten aufzubauen, die immer gigantischer werden. Infinito, ohne Ende. Das, was du zur Zeit erlebst, Entschuldigung, Redo, was du zur Zeit erlebst, obwohl das schon so gigantisch ist, wenn du ausreist, wie wenn du jetzt eine Weltreise machst, die Völker, die Menschen, die Geschichten, die Philosophie, die Physik, die ganzen Sichtweisen, diese unendliche Vielfalt, die du jetzt eigentlich schon aus dir entfalten kannst, natürlich immer in ständig wechselnden Augenblicken, ist ein Nichts im Vergleich zu dem, was dich auf der nächsten höheren Ebene erwartet. Jetzt sag. Ja.
Das ist schön. Dann hast du eigentlich alles schon gesagt mit dem Satz. Alles gesagt, dann ist gut. Jetzt schmeißen wir das einmal weg, jetzt schauen wir da nochmal rein. Ich will mal der moderne Reformgeist auch noch mit anzeigen. Jetzt machen wir hier, fahren wir da kurz rein, nur kurz rein. Und ich mache einen kleinen Moment, ich lasse das einmal laufen. Ich mache das Fenster zu. Glaube bitte nicht, dass jetzt da irgendwas passiert ist, das sind wieder Worte, wo du dir was ausdenkst. Stimmt oder stimmt? Zuhören. Ob man in all diesem diese Geburt etwa finden könne? In Wahrheit? Nein. Obwohl das alles gut und göttlich ist, ist es doch alles von außen durch die Sinne hineingetragen worden. Da kommt jetzt gleich eine Verbesserung. Das ist ein Umdrehen der Kausalität. Wir sind im Alten. Es ist von außen durch die Sinne hineingetragen worden. Da kommt immer, kann von außen nur das kommen, was du dir nicht chronologisch denken, was du dir ausdenkst. Das wird jetzt übrigens gleich richtig gestellt. Es muss alles von innen auf von Gott herausquellen, wenn diese Geburt eigen und rein hineinleuchten soll. Es muss zuerst aus Gott herausquellen, dass du das, was auch herausquellt, wieder hineinlaufen lassen kannst. Das ist, du merkst, es kommt von außen nicht. Es gibt keine Außenformationen. Die kann ich mir zwar denken, aber es sind letzten Endes immer Informationen, innerhalb, außerhalb. Und immer daran denken, ein ausgedachtes Innen ist nicht das absolute Innen. Dieses Spiel mit den zwei Fingern. Ganz simpel und einfach kindgerecht. Ich sage immer wieder, wenn du neugierig bist, jeder 13-Jährige kann meinen Gedankengängen, wenn er sie mitgeht, nachvollziehen. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Wenn was hundertprozentig sicher ist, gibt es nichts zu diskutieren. Diskutieren tun bloß Leute, die meinen, ihr Glaube ist schon das hundertprozentig, die hundertprozentige absolute Wahrheit. Dann wird es keinen Widerspruch geben. Bei Holofeeling ist alles richtig und du kannst genau sagen, aus welchem Grund du diese Information jetzt einseitig auslegst. Und das Bewusstsein von Schmerzen oder was du erlebst, das macht auch dein Intellekt. Und darum sage ich immer und immer wieder, ich erkläre es dem Geist, der sich eine Welt ausdenkt, wo der Udo jetzt und der Redo und er selbst ein Teil davon sind als Vorstellungen, als existierende Dinge. Und du kannst was Existierende nichts erklären, weil existierende Sachen geistlos sind. Du kannst einem Computer nicht erklären, was er ist. Und wenn ich mir jetzt am Menschen ausdenke, und ich mache mal das ganz kurz, das Beispiel nochmal, halt deine zwei Hände vor dich hin, von dem Körper, von dem Menschenkörper von der Person, die du jetzt zu sein glaubst, halt die Hände vor dich hin, mach die Hände auf und zu, schau dir dabei zu und dann wirst du feststellen, die Hände machen das, was du dir jetzt ausdenkst, was du denen tun lässt. Hast du das Bedürfnis, deinen Händen zu erklären, dass du derjenige bist, der sie auf und zu macht? Keine Chance. Das ist eine unendlich tiefe Metapher. Absolut. Nein, wieso nicht? Ja, weil die es sowieso nicht verstehen. Genau. Jetzt könnte ich wieder auf das Weißenburg hinweisen, der Vortrag in Weißenburg, mit Stefan. Ich stelle den Stefan nicht, ich erkläre das in Stefan, ich erkläre das nicht, ich sage zum Stefan, Stefan, halt die Hände vor dich hin, mach sie auf und zu. Und dann kommt die Frage, hast du das Bedürfnis, deinen Händen zu erklären, dass du derjenige bist, der sie auf und zu macht? Was sagt er? Nein, sage ich, ich als Udo habe nicht das Bedürfnis, den Stefan, den ich mir jetzt ausdenke, zu erklären, dass ich derjenige war, der das letztendlich gemacht hat. Wir haben unser Kugelschreiberbeispiel. Ja, genau. Und ich sage jetzt, glaube ich auch nicht, dass der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, dass der irgendwas wissen könnte. Und wenn du an dich denkst, wo kommt das Wissen in dir her, das jetzt in dir auftaucht, das kommt doch aus dir. Alles, was du jetzt hörst, kommt aus dir. Du träumst jetzt. Hör mal weiter. Und all dein Werk muss sich hinlegen und all deine Kräfte müssen den Seinen dienen und nicht den Deinen. Das ist dieser schöne Satz. All deine Kräfte müssen den Seinen dienen, den Gott dienen und nicht den Deinen, was du willst. Dieser schöne kleine Satz. Wir glauben nicht an Gott, Redo, wir zwei arbeiten für ihn. Und wenige arbeiten so viel für Gott wie wir zwei. Du mit all dem, was du mit dem Gematrie Explorer gemacht hast, wo ich jetzt immer wieder benutze, diese Tausende und Zigtausende von Einträgen. Gut, jetzt vom Udo müssen wir gar nicht reden. Das ist eh bloß ein Sklave. Und von wem sind wir ein Sklave? Von dem, der uns jetzt ausdenkt. Zuerst einmal ist der, der uns zwei jetzt ausdenkt, unser Gott. Das geht natürlich doch bei Weitem immer noch ein ausgedachter Gott.
der vergessen hat, was er ist. Was auch letztendlich immer wieder wir selber sind, weil wir denken uns jetzt ja auch den Redo aus. Und jetzt kommen wir in diesen roten Bereich, da ist nur ein Allereinziger, der sich das ausdenkt, aber sehr vielfältig perspektivisch ausdenkt aufgrund des Programms, was in einem läuft. Soll dies Werk vollkommen sein, so muss es Gott allein wirken. Und du darfst es allein empfangen. Wir sind Ken, wir und unser Fundament, was wir uns überlegen. Und alles, was ich wirke, wirke ich eigentlich nur für dich, für den Sohn, für meinen Geistesfunk. Den halte ich jetzt neutral, noch ohne irgendeinen bestimmten Intellekt zu definieren. Ich bin nur für dich in dir aufgetaucht. Das ist das Wichtige. Wo du mit deinem Willen und deinem Wissen wahrhaft ausgehst, da geht Gott wahrhaft und willig mit seinem Wissen ein und leuchtet da in Klarheit. Jetzt dran denken, in dem Kontext ist das Ausgehen, wo dein Willen und dein Wissen in dir ausgeht. Das heißt, verschwindet. Nicht aus dir herausgeht. Das ist die andere Seite davon. Bisher ist dein ganzes Wollen und dein Wissen aus dir herausgegangen. Das hat die Welt erschaffen, die du zurzeit erlebst, diese Traum. Das muss jetzt ausgehen. Ich sage, du musst eine Tabula Rasa werden wieder. Du musst erst einmal dein Haar, dein jetziges Wissen opfern, das komplette Wissen, dass wir dich auf Null setzen und dann kriegst du von mir für diesen Buchstaben das Wort. Und dann kann was vollkommen Neues aus dir ausgehen, du hast wieder neue Facetten, dass man dann dieses Wort wieder opferst, dann kriegst du einen Satz und so weiter und so weiter. Wo sich Gott aber wissen will, da kann dein Wissen nicht bestehen und zu nichts dienen. Du brauchst nicht zu wähnen, deine Vernunft könne noch so wachsen, dass du Gott erkennen könntest. Sondern wenn Gott in dir göttlich leuchten soll, dazu fördert dich ein natürliches Licht keineswegs. Es muss. Das ist Natur, Nade ist das Aufspringen, das losgemachte Licht dieser Sonne, die ganze Welt da außen, würde dich nicht fördern, in irgendeiner Art und Weise zu verstehen, was du selbst bist. Ich erkläre dir, was du selbst bist. Und ich bin du. Ich erkläre es mir letztendlich selbst in unendlich vielen Facetten. Viel mehr zu lauter Nichts werden. Du musst viel mehr, immer El Hayom denken, viel mehr werden zu einem absoluten Nichts. Und völlig ausgehen. Ausgehen, also verschwinden, aber dazu gehört natürlich auch wieder das Kommen. Ja. Solange du in der Welt der Existenzen bist, im Geistreichen denken, sieht es dann ganz anders aus. Wenn du mal anfängst, geistreich zu denken, dann bist du pure Liebe, dann wird nämlich dieses Denken, die endlich geöffnete Existenz, zu einem geschlossenen Sein. Und das Kennen, was ja das Fundament ist, das Überlegen und Lügen verbreiten, wird jetzt wie ein reines Essain, wie ein reines Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein wiederum erlebt alles. Ein Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Ich muss aber wissen, was Geist ist. Ein ausgedachter Geist ist kein Geist. Den Sprung muss ich irgendwann einmal verstanden haben. Und den habe ich in dem Moment verstanden, wo ich ganz normal noch immer mich als personifizierte Person wahrnehme, aus dieser Perspektive, aber so, wie ich es gerade gesagt habe, als Theaterschauspieler. Dieser Schauspieler weiß jede Sekunde, wenn er traurig ist, wenn er heult, wenn er Angst spielt, wenn er Trauer spielt, wenn er Freude spielt, auch im Positiven, dass er diese Gefühle nur spielt. Er empfindet sie nicht mehr. Weil er in einer reinen Wahrnehmung ist, die nicht mehr in Gut und Böse wertet. Okay. Er hat die Kategorie 1 und Kategorie 2 Fragen und Antworten komplett überwunden. Er schaut, wie gewertet wird aus Programmen heraus. So wie ich gerade gesagt habe, wenn du dich in einen Film reinfallen lässt und du heulst dann, mit Freude schon, mit einer Vorfreude, heute Abend kommt ein trauriger Film, der natürlich immer nur jetzt laufen kann, dann ist das kein unangenehmes Gefühl, sonst würdest du dir den Film gar nicht anschauen. Ich habe vor 25 Jahren schon gesagt, wenn sich einer hier zum 20. Mal vom Winde verweht reinzieht, weil er da so schön heulen kann. Was übrigens wieder sehr zeitaktuell ist, dass dieser Film jetzt aus den Mediatheken herausgenommen wird, in vielen Streaming-Angeboten. Hast du das mitgekriegt, Redo? Nein. Selbst recherchiere mal aus dem Internet, ganz aktuell, vom Winde verweht, ein über Jahrzehnte hochgelobter Film. Wurde er aus einigen, glaube ich, bei Amazon ohne Gewähr, jetzt schau einfach nach im Internet, wurde er entfernt, weil er die N-Wörter enthält und narzisstisch ist. Merkst du, wie krank die Menschen mittlerweile sind? In ihrer einseitigen Vorstellung von Gutmenschentum? Dass sie selbst Filmklassiker
streichen aus den Medien angeboten, weil sie rassistischen Inhalt haben. Ist ja Sklaverei. Das ist das Problem der Menschen. Diese Einseitigkeit zerstört sich immer mehr. Diese Rechthaberei, dieses Gutmenschentum. Und du wirst irgendwann einmal erkennen, es dreht sich um das alles, was du bisher als das Gute angesehen hast. Denk wieder den großen Meister Goethe, deutsche Zunge. Dass alles, was du als Gutes angesehen hast, dass das eigentlich das Böse ist, dass es nicht anders wert ist, wie das es zugrunde geht. Wieder hineinfällt in den absoluten Grund. Und dann kann Gott mit seinem Licht hineinleuchten und bringt all das mit sich, das dir ausgegangen ist. Und tausendfach mehr und eine neue Form dazu. Tausendfach ist Elef mehr, Alef Elef, das ist der 28. Buchstabe. Wie war die 28? In JHWH. Das ist das Zentrum von HWH. Ich habe gesagt, wir können das JHWH auch, der Intellekt mit plus minus ist ja noch eine Überlegung, was ausgedacht ist. Darum darf man auch Jahwe nicht sagen, was auch so Blödsinn ist. Das eine hat mit dem anderen doch nichts zu tun. Denk auf Life of Brian. Er hat das böse Wort gesagt, das Weibsvolk. Die alles in sich liest. Nun könntest du sagen, wahrlich Herr, was soll dann meine Vernunft, wenn sie so untätig stehen muss, ohne alles wirken? Ist das der nächste Weg, dass ich mein Bewusstsein zu einer unerkannten Erkenntnis erhebe, die es doch nicht geben kann? Kann es eine unerkannte Erkenntnis ergeben? Selbstverständlich, Geist ist eben. Es kann gewusst werden, es kann bloß nicht gedacht werden, existieren. Ich kann doch wissen, was nichts ist. Aber ich kann in keinster Weise dieses Wissen, was nichts ist, in irgendeiner Form von Existenz anschauen. Ich kann mir das Wort nichts ausdenken, das ist aber nicht nichts. Ich kann auch wissen, was alles ist. Und ich kann sehr wohl wissen, was ich selbst bin. Rot geschrieben. Ein immer seiender Geist, ein Gotteskind, das immer mehr zu einem größeren Gott werden muss, zu einem mächtigen Gott. Aber für eine komplett eigenständige Welt, die ich erschaffe. Und das klingt jetzt, hat nichts das geringste zu tun mit irgendeinem chronologisch-raumzeitlich-religiösen Geschwätz, mit esoterischem Geschwätz und schon gar nicht mit vollkommen geistlosen, naturwissenschaftlichen, rezitierten Wissenselementen, die alle als Ding an sich richtig sind, aber nicht solange du chronologisch, unbewusst, materiell, raumzeitlich denkst. Das kann alles gewusst werden, aber nur mit Holofeeling. Das ist mein Geschenk an uns. Denn erkennte ich etwas, so wäre es nicht Unerkanntheit. Und wäre nicht. Ich könnte jetzt ganz einfach sagen, in dem Moment, wo ich nämlich etwas erkenne, kenne, immer dran denken, kenne. Das Fundament. F-Fundament, Mendior. Etwas überlegen und Lügen verbreiten. Dann ist es nicht die Unerkanntheit. Ich könnte jetzt sagen, dann ist es nicht das Absolute. Dann ist es kein Geist, dann ist es kein Bewusstsein, weil es was Existierendes ist. Okay. Betonung liegt bei Existieren, immer bei den Tieren. Die Tier, da ist immer das Tier mit drin. Frei und losgelöst. Soll ich denn ganz und gar in Dunkelheit stehen? In Krishna? Du sollst nicht drin stehen, du sollst eher selbst sein. Das schwarze Loch, das alles aufsaugt, ein geistiger Allesfresser werden. Akol. Ich werde alles. Das hebräische Wort für Essen, sein. Ja, gewiss. Du wirst nie besser stehen können, als wenn du dich völlig in Dunkelheit und Unwissen setztest. Du wirst nie besser stehen können, wie wenn du dich zum Zentrum eines schwarzen Loches machst. Das ist die Philosophie. Die Religion der Naturwissenschaft hat genauso recht wie die Katholiken, die Protestanten, die Moslems, die Buddhisten, die sind nicht in der Lage, die Heiligen Schriften zu verstehen, weil sie alles raumzeitlich, vergänglich, logisch existierend interpretieren. Der tiefere kann die Metaebene, einfach das Erwachen, das ist mein Beispiel, mit dem Ei, mit dem Menschen und mit Schriftzeichen. Die drei Ebenen, ganz kindergerecht erklärt, wenn man hier im Erwachen reingeht und schaut sich dieses Beispiel an. Der Schriftsinn, die Auslegung der Worte, der tiefere Kern dabei. Das Ei, die Oberfläche, die du siehst, ist nur die Schale, die Hülle. Wir machen doch jetzt eine Enthüllung. Solange ich ein Ei vor mir habe, ein existierendes Ei, weiß ich nicht, was da drinnen ist. Ich weiß nicht, ob es weich gekocht, hat gekocht, ob es roh, ob es frisch ist, ein stinkendes Etwas, ein Küken.
Ich muss tiefer gehen und dann kommt normalerweise jetzt erst einmal das Weiß, das Wissen. Das ist jetzt dein Wissen, wo du Vorstellungen aufbaust. Aber dann musst du noch tiefer gehen und dann kommt das Gelb. GL, der Geist Gottes. Der Polar ist nämlich Weiß und Gelb. Das sind die Metapherebene in der Sprache. Die Sprache für dich sind erst einmal Schriftzeichen, wo du Vorstellungen draus machst. Aber diese Vorstellungen momentan sind symbolische Metaphernvorstellungen. Selbst deine sinnlich wahrgenommene Welt ist eine Traumwelt. Es sind symbolische Bilder. Also muss ich durch die Symbolik hindurchgehen auf die Metaebene, die Metapher. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Tausendmal erzählt, wer denkt an einen Brunnen, der zerbricht? Wenn du das liest, du weißt, das ist ein Sprichwort. Wie sieht es aus, wenn es heißt, die Bundeskanzlerin Merkel besucht den Trump in Amerika? Das ist nichts anderes. Eine Lügengeschichte, die irgendwann einmal sich aufdeckt. Lügen haben kurze Beine, wieder dasselbe, andere Worte. Keiner stellt sich Lügen vor. Du weißt, Redo, du hörst die ganzen Selbstgespräche, wie viel tausendmal ich das schon erklärt habe, wo jeder meint, den ich mir jetzt, ich rede von Geistesfunken, je nach Programm, die meinen, die hätten mich verstanden. Ich kann dir ganz klipp und klar sagen, wenn du mich wirklich verstanden hast, nicht nur, dass dir das logisch erscheint, dann hast du keine Angst mehr, dann bist du in einem vollkommen neuen Seinszustand, obwohl du immer noch in dieser Personifizierung in der Rolle steckst, in der du jetzt steckst, wenn du an dich denkst, an den denkst, der vom Computer sitzt. Ja. Es wird nichts mehr in dir auftauchen, wo du entsetzt bist, wo du dich ärgerst, außer als Schauspieler, wieder an den Schauspieler denken. Ja. Ich ärgere mich als Udo oft, kriege so einen Hals. Mhm. Aber ich bin der Typ auf der Bühne. Ja. Umso mehr ich jetzt, wenn ich in dich reinschaue, was ich kann, weil ich ja auch du bin, merke, dass du das nicht merkst, dass ich bloß Schauspieler. Ich bin ein perfekter Schauspieler, glaub es mir. Darum sage ich immer wieder, was meinst du, wie viel Mühe es mir macht, auf der einen Seite den Namen zu spielen und dann wieder auf der anderen Seite, wie viel Freude mir das macht. Aber letzten Endes bin ich der, der ich in Wirklichkeit, in wirklich bin, das wirklich selber. Kurz, ich bin du. Ich bin der, der sich das alles ausdenkt, ob du das jetzt wahrhaben willst oder nicht. Du denkst dir doch jetzt das Gespräch aus. Meinst du, dass das Pixelmännchen da unten, der Kleine in der rechts unten in der Ecke, sich was ausdenken kann? Es wird für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich glaube, das brechen wir jetzt ab. Jetzt will ich nochmal dasselbe in einer modernen Form machen. Wir schauen uns das einmal an. Es bleibt sich immer gleich. Egal, wen du dir ausdenkst, er entsteht jetzt. Löse dich zuerst einmal zu glauben, dass eine Information, die jetzt in dir auftaucht, dass die irgendwann da außen vorher war, bevor du es gedacht hast. Und jetzt machen wir eine moderne Form von Meister Eckhart. Was ist Tenet? Wir können doch gleich einmal, wir fahren bloß bis hierher. Den Tenet, den gehen wir jetzt mal ganz kurz da oben ein. Grundsatz, Lehre, Dogma. Der neue Film von Christopher Nolan. Da sollte man jetzt das erste Mal wissen, ich habe so oft gesagt, mit den Wachowski-Brüdern, mit der Matrix. Nomen ist Omen, es gibt keine Vergangenheit und die Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, die Filme, die er gemacht hat, da kann man kurz reinschauen. Beim Meister Eckhart habe ich dir schon gesagt, wer sich dort drin versteckt und da ist hinter Christopher Nolan, den du dir ausdenkst, ist das einmal die Quelle, die absolute Quelle ist der Christ, das bin JCH, das bin ich und das ist UP. Und das ist die Quintessenz eines Erwachten. Ich kann auch sagen, jetzt der Herr, machen wir doppeltes R, blaues R noch mit dran. Und der Nolan, da haben wir das Nu. Ja. Da haben wir unser Nu. Haben wir gerade drüber geredet. Jetzt machen wir da mal ein L dran. Und dann wirst du feststellen, du sitzt im Webstuhl Gottes, wo ein Fischchen hin und her fährt. Schau mal, was da steht. Meinst du, dass ich in meiner Schöpfung irgendeinen Zufall zulasse? Es gibt überhaupt keine Zufälle. Es gibt Zeug, was dir zufällt. Und das musst du unterscheiden, was dir zufällt. Ist das dann mal ein Reizauslöser, den du dir nicht raussuchen kannst? Und all das, was du aus dem Reizauslöser machst, ob das ein Geräusch ist, ein Wort ist, das machst du selber mit deiner jetzigen fehlerhaften Logik. Stimmt oder stimmt? Bewusstes geistiges Sein und aufgespanntes physikalisches Licht. Das W-Ur-ZL-Licht vom Geburtsgeber. Da haben wir auch die Null mit zwei Lichtern.
in dem Wort All, das Nu ist Licht, das All, ah, der Schöpfer ist Licht, mit einem zweiten Licht, was du dir ausdenkst, das ist die ausgedachte Sonne. Er gibt rein erwachten Geist, das ist, da habe ich jetzt, er gibt Berechnungen, er, der Erwachte, gibt Berechnungen, einen erwachten, die W8 echt, Geist. Ich UB teile mit Wurzellicht. Das ist, die Wurzel ist immer die 25. Jetzt schauen wir da ganz kurz rein. Ich will bloß, wir können, jedes Wort ist ein 600-Seiten-Buch, 400-Seiten-Buch, was du willst, das kann man ja unendlich fortführen. Das ist wie wenn wir sagen, wir zählen mal bis unendlich. Das ist auch immer ein ständiger Wechsel von Geräuschen. 1, 2, 3, 4, 5 ist auch jedes Wort jetzt da. Auch wenn wir es hinschreiben, das unendlich kannst du gar nicht darstellen oder du kannst es nicht aussprechen. It's a word. Tell it. Es wäre kein Christopher Nolan-Film, wenn wirklich sehr viel mehr als das bekannt wäre. Wenn es mehr als das bekannt wäre, es kann denn mehr bekannt sein. Es ist wieder einmal so gut wie nichts bekannt. Die Theorien zu Tenet gehen sogar so weit, dass es eine Fortsetzung von Inception sein könnte. Weil Max, das sind alles Christopher Nolan-Filme. Inception ist übrigens im Englischen gesehen bloß ein anderes Wort für Bullshit. Was definitiv bekannt ist und wofür Tenet als Film eigentlich steht. Don't try to understand it. Feel it. Schau dir das an. Sieht sehr nach Holo-Feeling aus, nach Spiegelungen aus. Das die Frage nach dem Inception, im Anfang war das Gedankenwillen. Die immer sind, der Träum, träume ich jetzt. Du träumst jetzt. Du träumst. The 13th floor. Computergenerierte Welt in computergenerierte Welt in computergenerierte Welt. In dem Beispiel Inceptions, Traum in Traum in Traum. Leben in Leben in Leben. Das sind Zwiebelschrank, das ist Maruschka-Puppe. Du bist der absolute Mittelpunkt, wenn du ich bist. Was ist Tenet? Ist zuallererst die Frage nach dem, was bedeutet Tenet überhaupt? Das englische Wort Tenet lässt sich noch am ehesten mit Grundsatz, Glaubenssatz, Lehre oder sogar Dogma übersetzen. Damit ist es aber auch genauso wenig greifbar wie all die anderen neuen Titel. Es folgt aber wieder dem bekannten Muster, denn das Wort ist wieder mal ein Wort. Abgesehen von seiner Dark Knight Trilogie, wo es ja wirklich fast nicht anders geht. Übrigens auch Batman Begins. Alles, es ist im Hintergrund immer dieselbe Metaphorik. Es gibt, die Welt spricht zu dir. Denk an das letzte Video, wo ich den Trailer, wo ich gesagt habe, vor, geil. Es ist, weil du jetzt langsam bereit bist, das zu akzeptieren, kannst du anfangen, dir das auszudenken. Aber ich spreche zu dir in deiner Traumwelt durch symbolische Bilder. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendein Menschen, den du dir ausdenkst, anders sein könnte, wie er von dir gedacht wird. Und du kannst zurzeit als unbewusst träumender, unfreier Geist, ich sage als Schüler in meiner Führerscheinprüfungsbogenwelt, der Bogen hat übrigens mit dem Äußeren zu tun. Ich strecke eine Ecke. Ich mache einen Stecken draus, nehme an den Stecken eine Seite, mache aus der einen Seite eine Ecke und dann wird der S die Ecken zu einem Bogen. Das ist dein Gesichtsfeld. Von der Verabredung, was auf zwei Seiten aufbaut. Und der Pfeil, den du abschießt, ist dein stochastisches Denken, das erzeugt dein Außerhalb, halb außen. Wir wissen das, ne, Rido? Verstehen seine Filmtitel immer aus nur einem Wort. Following, Memento, Insomnia, Prestige, Inception, Interstellar, Dunkirk und eben Tenet. Du wirst jetzt feststellen, dass letztendlich all das, Memento, alles Umkehrung der Zeit. Inception, Insomnia, Traum. Es ist eine Tiefe, es ist hier in Bildern, in Geschichten eingepackt, was ich denen dann ganz einfach in Deutsch stellen kann. Was der eigentliche Kern dieses Wissens ist, ist das, was ich dir mit Holofeeling erkläre. Und dann kann man natürlich genau werden, weil wir dann wirklich auf die Programmstrukturen können, dass man Welt wirklich auch das auf der VR-Brille sinnlich wahrgenommen genauso verändern kann, wie was du jetzt da gerade bittest. Manchmal ist die eigentliche Bedeutung auch eindeutig. Insomnia, die Schlaflosigkeit, dann Körper. Was ist Schlaflosigkeit? Schlaflosigkeit ist der Zustand, dass du meinst, du bist jetzt wach. Das ist unbewusst schlafen. Jetzt können wir wieder zu Lao Tse gehen. Wenn du weißt, dass du jetzt schläfst, jetzt in diesem Moment, während du das Video anhörst, wenn du auf der Arbeit bist, dass du weißt, dass du träumst, dann bist du rot geschrieben wach. W8, ein doppelt aufgespannter Bruder. Was auch Kamin heißt und noch einige Sachen können wir noch weitergehen. Wenn du weißt,
Wenn du glaubst, dass du jetzt wach bist in einer Welt, mit der du überhaupt nichts zu tun hast, wo du ein Brösel bist, der ums Überleben kämpft, Angst hat vorm Sterben, sich versucht als sterbliches Säuge dir am Leben zu halten, dann schläfst du. Das sind immer Spiegelungen. Dennoch, Dennett. Der Ort. Interstellar spielt wahrscheinlich irgendwo im Weltall. Aber Interstellar, was ist Stellar? Das ist immer das Hinstellen, das habe ich so auf die Astrologie, Astruo, im Zentrum, im Mittelpunkt sein von allem, im ersten Tetraederspiegel. Auch ein Spiel zwischen Raum und Zeit in der Physik, was hochinteressant ist, was also stimmt mit dem Wurmloch und den schwarzen Löchern. Es sind nur andere symbolische Bilder, die zeige ich dir in der Tora, in Tenach, ich zeige dir das in allen heiligen Schriften, in den Upanishaden, nur mit anderen Metaphern ausgedrückt. Manchmal muss man diese Bedeutung auch erstmal im Film selbst erklären. The part we call the prestige. Eben was die Prestige bei einem Magierauftritt ausmacht und wie man jemandem eine Inception einpflanzt. Bei Tenet ist das Wort selbst ein Sinnbild. Es ist ein Palindrom. Es kann sowohl vorwärts als auch rückwärts gelesen werden. Es geht um Zeit, aber weniger um das Reisen durch die Zeit als um das Manipulieren der Zeit. Durch Vor- und Zurückspulen. Die Zeit. Das ist schon das erste große Problem. Das erfordert aber eine Datei, wo alles gleichzeitig da ist. Zeit-Ed ist ein Augenblick. Es ist nur ein Augenblick. Ich ziehe aus einer großen Kollektion einen Augenblick. Du kannst zurückblättern in deinem Lebensbuch, in dem Programm, aber alles, was du noch nicht angeschaut hast, musst du dir zuerst zumindest einmal öffnen, dass es freigeschalten ist. Das gilt auch für die ganzen Bereiche in einem Videospiel. Du musst dir die erarbeiten, du musst die nächsthöhere Ebene dir erarbeiten und du kannst in die nächsthöhere Ebene erst dann eindringen, wenn du, ich sag, die vorhergehende Ebene abgehakt hast. Das ist wie Schulklassen, es sind wie Stockwerke. Ich kann erst einen zweiten Stock betreten, wenn ich einen ersten Stock aufgebaut habe. Dann kann ich einen zweiten Stock, einen dritten, einen vierten Stock aufsetzen. Jetzt geh ganz an den Anfang zurück von diesem Video. Auf die Hansen-Blog-Seite, wo wir bei 2006 beginnen. Da wird was aufgespannt. Und dann sind die ganzen Updates sind Stockwerke, die sich aufbauen. Genauso die Selbstgespräche, wo ich sage, bis zum 33. Buch in den Ohrenbohrungen, Anfang mit den ersten 8. Das sind 7 Hauptwerke plus das 8. des So-Sein, wo ich die Zeitlosigkeit der Relativitätstheorie ganz einfach beschreibe, populärwissenschaftlich. Und dann kommen wir dann das Erwachen, die Mutation. Ich bin du Quadrat, sagst als erstens, wo genau dieses Prinzip beschrieben wird. Lies die ersten Seiten von Ich bin du Quadrat, das erste Selbstgespräch. Du lebst ein Leben und jetzt sagst du, schreibst das Leben, wie wenn du ein Tagebuch schreibst. Und am Ende des Lebens kannst du nur vorwärts leben, du kannst es aber nur rückwärts verstehen. Am Ende deines Lebens nimmst du dieses Tagebuch, dein Leben, wie eine große Datei, wie ein Tagebuch, wo du alles aufgeschrieben hast und jetzt kannst du hin und her springen. Wenn du ein G3S geworden bist, erkennst du, dass du schon immer ein Kreis warst, dass das schon fertig war, bevor du das Tagebuch geschrieben hast. Du hast eine Tabula Rasa und in deiner Welt des Daseinmüssens, des Träumenmüssens, ist es ungefähr so, wie wenn eine magische Kraft, wenn du jetzt deinen Tagesablauf, den du erlebst, das ist die komplexere Darstellung, wir sagen einfach jetzt in Form eines Tagebuches niederschreibst, dass eine geheimnisvolle göttliche Macht praktisch deine Hand führt und du die Worte so schreibst, diesen Tag, wie du ihn erlebst. Das ist wie wenn du einen Film anschaust. Das, was du siehst in ständig wechselnden Bildern, ist ja eigentlich schon da. Du tust es nur einmal durchrastern. Und glaub mir, ich habe dich nie in deinem ganzen Leben auch bloß eine Sekunde aus den Augen gelassen. Ich lasse dich selber spielen in dem Videospiel. Das ist eine gewisse illusionäre Freiheit, wenn du Entscheidungen triffst. Aber egal, wie du dich entscheidest in einem Videospiel mit einer Eingabe, steht eigentlich schon hundertprozentig fest, bevor du dich entschieden hast, wenn du dich so entscheidest, wird als nächstes das passieren. Und wenn du dich so entscheidest, wird als nächstes das passieren. Das heißt, unsere letzten Gespräche bin ich darauf eingegangen, natürlich auch jetzt gedacht, dass du dann eigentlich nur keine Zukunft in dem klassischen Sinn von chronologisch schon fertig stehen, sondern die Möglichkeiten, die sich dir öffnen in diesen ständig wechselnden Bildern, wie die sich verwandeln. Das, was du Zukunft nennst, ist ein ständiger Wechsel im Hier und Jetzt, wird sich elementar verändern, wenn du die Grundlage veränderst. Das kannst du mit Holofeeling. Ich glaube, wir machen das jetzt aus. Das kannst du dir anschauen da unten. Dann lassen wir es jetzt langsam zu gut sein. So, Redo. Ich hoffe, da war jetzt ein bisschen,
bisschen doch wieder ein neuer Anstoß mit drin. Für dich weiß ich Sprache zahlentechnisch nicht. Es geht um dieses Prinzip des Ausgehens. Gehe ich aus mir heraus, dann werde ich eine Gehen, blau gelesen, eine Gehirn-Ehe-Existenz in einem blauen Kopf. Mhm. Und wenn das dann wieder ausgeht, dann kommt es eigentlich wieder zurück in den Heilungsprozess. Das ist wie wenn ein Licht ausgeht. Geht das Licht aus mir heraus, dann denke ich mir eine Sonne. All die Lichter, die ich mir ausdenke, gehen mal jetzt, wir stellen uns vor hier, wir fliegen mit einem Hubschrauber, mit einer Drohne über New York. Da hast du unendlich viele Lichter, aber wo kommen die alle her? Wenn du träumst. Es sind aus dir herausgegangene Lichter. Und in dem Moment, wo du die nicht mehr denkst, gehen sie aus. Dann sind es auch ausgehende Lichter. Das ist immer dieses Prinzip. Ich muss dieses Prinzip der Dualität verstanden haben. Jeden Moment. Und es geht jetzt nicht, dass ich das schon kann mit den Worten, mit der Vielfalt, sondern dass ich ganz einfach weiß, dass es so ist. Dann werde ich nämlich merken, in der Selbstbeobachtung wertfrei meines Programms. Mir geht es momentan nur darum, dass du einen Zustand kriegst, dass dir jeden Moment bewusst wird, wenn du dich über was aufregst, auch wenn du dich freust, dass dir klar ist, dass diese Gefühle dir, Geist, bewusst werden, dass diese Gefühle jetzt hin, weil deine Logik das macht. Deine Logik macht das, nicht der Reizauslöser. Das ist richtig. Es ist so unendlich simpel. Jegliche Form von Zukunftsangst ist ein Misstrauen in dich selber. Es ist Gottlosigkeit. Einseitige Rechthaberei ist Gottlosigkeit. Das heißt, du wirst jetzt feststellen, du findest überhaupt keinen Menschen mehr, der in irgendeiner Form eine Ahnung hat von Gott, selbst wenn du einen Papst nimmst. Ja. Die kämpfen um Einseitigkeit, um Rechthaberei. Wenn du dann in die Systeme reinschaust, ist es sowieso bloß Machterhalt. Es ist unendlich primitiv. Es ist Sodom und Gomorra. Und es wird immer schlimmer werden in ihrer Rechthaberei. Jetzt das Gutmenschentum, die Hater, die Hasser. Aber was ist die Ursache? Letztendlich du selbst, wenn du dich darüber aufregst. Es gibt durchaus Charaktere, die das gar nicht registrieren, die sagen, ich wusste das gar nicht, weil ich nicht ins Internet gehe. Weil du in einem gewissen Maße in einer Abgeschiedenheit lebst, aber das nützt dir ja auch nichts. Deswegen veränderst du ja dein Programm nicht. Das heißt, wenn du dich über die Welt nochmal ärgern willst, dann halte dich einfach von Medien und was entfernen. Musst du dich aber zwangsläufig von deinen Mitmenschen fernhalten, weil die werden zwanzig, wenn aus denen was raussprudelt, ist es ein Rezitieren aus Medien und Basieren. Egal, was einer sagt, das spielt auch keine Rolle, ob ich es aus der Tageszeitung habe, aus der ARD, aus ZDF, ob ich es aus Verschwörungstheoretiker-Seiten habe, ob ich es aus ESO-Büchern habe. Du zitierst und rezitierst. Und komischerweise, immer wenn dir was logisch erscheint, ist das richtig. Und wer es behauptet, irgendeiner was anderes, dann ist er sowieso ein Spinner. Wenn du jetzt genau zugehört hast, wirst du zuerst einmal feststellen, dass ich überhaupt nichts anderes behaupte, sondern ich rede von dem, was jetzt da ist. Von Augenblick zu Augenblick, ich kann das nicht immer dazu sagen. Jetzt hörst du Worte. Das schiebe ich immer wieder ein. Du hörst jetzt einfach nur Geräusche. Und die Grundvoraussetzung, dass du Bilder draus machst, ist, dass du zumindest in einer rudimentären Form Deutsch verstehst. Stimmt oder stimmt? Ansonsten wären das nur Geräusche. Kann Datei nicht lesen. Ganz genau. Was meinst du, wie viele Dateien du nicht lesen kannst, die in dir drin sind? Die richtig geiles Zeug aufwerfen, wenn du die lesen kannst. Zum Beispiel die Umbauungsschriften. Aber das große Problem ist, du meinst, du könntest die lesen, wenn du die mit einer Einseitigkeit auslegst. Was ist das für eine Scheiße? Der ist ja nur, der bildet sich ja ein, der ist Gott. Der, wer bestimmt es, dass der Udo Petscher, den du dir jetzt ausdenkst, Gott ist? Ich sage, ich bin ein Gedanke von dir, das ist das, was ich sage. Hörst du nicht zu? Mich gibt's gar nicht, wenn du mich nicht denkst. Aber das ist ja noch abgefahrener. Das ist ja das Gegenteil, das ist ja noch spinnender, wie wenn man sagt, das ist Gott. Was ist. Aber das ist das, was ist. Fang irgendwann einmal an zu akzeptieren, was wirklich hundertprozentig sicher ist. Und dazu zählt zum Beispiel die Erkenntnis, dass mein Körper, mit dem ich mich ein hier und jetzt ausgedachtes Leben jagen, wohlgemerkt hier und jetzt, de facto jetzt gedacht, vorgestellt, aufgespannt, dass der gar nicht existiert, wenn ich nicht dran denke, aber ich dann immer noch da bin, weil ich ja immer, ich bin dann immer noch da. Ganz bewusst sogar, wenn ich mich jetzt nicht unbedingt als Gedanken, die Gedankenwelle Körper aufschmeiße und sage, diese Gedankenwelle, dieser Körper bin ich. Und alle anderen Wellen, alle anderen Menschen oder Dinge bin ich natürlich nicht. Es ist doch so ein einfaches Deutsch. Der immer ist, das Meer selbst, rot geschrieben, ist all die Wellen, aber nicht irgendeine bestimmte davon, weil die Wellen vergänglich sind und er ist ewig. Er ist alle gleichzeitig, das ist der, der vom Bücherregal steht.
Und das jetzt hören und dass der logisch erscheint, den Punkt hast du. Sonst wärst du jetzt gar nicht so weit gekommen. Aber ist es immer da? Jeden Moment in deinem Alltag? Diese vielen kleinen Beispiele, wo ich bringe. Du kümmerst dich noch viel zu viel um die Welt und die Mitmenschen. Im letzten Gespräch mit den Feddings, wo ich dann sage, das gilt, ob du jetzt an ein Mastmännchen oder an einen Osterhasen denkst. Wenn du nicht mehr denkst, ist er weg. Und dann sage ich zu einem Margot, jetzt normal gesprochen, jetzt denk an eure Söhne. Und ich kann sagen, jetzt denk an deine Eltern. Und da wirst du merken, wie das Programm, wie das dir noch in dir wirkt. Und das ist okay, du musst es nicht verändern. Ich sage das immer wieder, du musst der werden, dem das bewusst wird, dass das, was du zu sein glaubst, noch voll an den Fäden einer Logik hängt, auf den Gleisen einer Logik hängt, die du jetzt ganz langsam anfängst, wo man die Weichen etwas, an den Weichenschrauben, die Weichen etwas neu stellen. Und das musst du alleine machen. Es ist nicht nötig, dass du das anderen erzählst. Wen erzählst du es eigentlich? Willst du dich schon wieder mit deinen Gedanken unterhalten? Ich mag es ja so. Das ist das Interessante an den Selbstgesprächen von Holofeeling, dass ich sage, ich erzähle es denen, der sich jetzt diese Gedanken denkt. Den Denker. Und den erzähle ich es natürlich auch nicht, weil der auch was Ausgedachtes ist. Ja. Sondern den, der sich jetzt den Denker ausdenkt, der sich die Gedanken denkt. Und jetzt sind wir diese Reihe, die muss man verstehen. Dann fängt man an, Meister Eckhart zu verstehen, dann fängt man an, Einstein, Sokrates zu verstehen. Und was meinen die, haben alle recht, auch wenn sie sich widersprechen. Ich denke jetzt spontan wieder dieses imaginäre Gespräch zwischen Nietzsche und Sokrates. Und da kannst du nur schauen, beobachte dich, was du aus den Worten machst. Das Ausgegangensein, die Abgeschiedenheit, magst du einen verbindenden Parameter oder einen trennenden Parameter? Da steckt das Wort geschieden doch schon mit drin, was du sagst. Der Satan, der Scheidon, dass der Scheidon eigentlich zuerst einmal Ankläger heißt. Ich habe mal erklärt, dass der Satan im Hiob ist der Staatsanwalt. Ja. Aber ein Staatsanwalt ist ein Rechtsanwalt. Er vertritt das Recht des Staates. Und jetzt denkst du dir ganz einfach, Gott, ich bin ein Staat. Das nennen wir einfach mal, was man in der klassischen Banalreligion Himmelreich nennt. Das ist ein Staat. Und da gibt es einen Staatsanwalt. Der Staatsanwalt vertritt die Rechte dieses Staates. Das heißt, alle, der die Gesetze bricht, wird angeklagt. Das ist, wenn hier Gott sagt zum Satan, geh hin und schau, ob der Hiob mir wirklich vertraut und nicht nur einseitig, weil ich ihn jeden Wunsch erfülle. Aber mir wirklich absolut vertraut. Die Abraham-Geschichte, schlachte deinen Sohn. Es geht um ein absolutes Vertrauen, nicht ein logisches Konstrukt. Der ist nichts Böses. Es ist ein Test. Das Leben ist ein Test. Du bist in einer Führerscheinprüfungsbogen. Wenn du dann wirklich ein Führer werden willst, ein Vorsteher für eine ganze neue Welt, Traumwelt, musst du dir klar machen, dass du jetzt das bist, was ich seit 25 Jahren Kirchengucker nennen. Ein Beobachter, ein reiner Beobachter, der nicht mehr wertet. Ein Tierforscher existiert nicht mehr in der Welt der Tiere. Der Geist, der ein Videospiel spielt, existiert nicht mehr in irgendeiner Form von Existenz. Er ist weder der Trockennasenaffe, der vom Computer sitzt und einen Joystick in der Hand hat oder VR-Brille aufhat, geschweige denn dann die Figur auf dem Bildschirm, wenn man das in einem normalen 2D-Spiel anschaut. Er ist in einem gewissen Maß ein träumender Geist, der als Ding an sich in dieser Symbolik gar nicht existieren kann, außer einer Vorstellung. Aber der ist der Einzige, der dieses Schauspiel erlebt. Das Schöne hier, unser Wort Germany, das hebräische Wort, wenn man dann anschauen, da können wir, es ist jedes Wort für sich, ist ein Kleinod, eine Zahlenstruktur eines Computerprogramms, das hyperrealistisch, vollkommen realistisch, für dich im materialistischen Sinne realistisch erscheinende Informationen in dir aufwerfen kann, wo du ein Leben, ein hier und jetzt ausgedachtes Leben lang geglaubt hast, du hättest mit all den Dingen nichts zu tun, weil man dich so programmiert hat. Und jetzt machen wir eine Gehirnwäsche. Jetzt hauen wir diesen ganzen DR-Eck, dieses Generiere, hauen wir das dann mal raus und machen ein vollkommen neueres, komplexeres Programm rein. Wenn du dich darauf einlässt, ich werde dich nicht zwingen, mir zu vertrauen. Weil dann müsstest du dir anfangen, selbst zu vertrauen. Deinen tiefsten Innern, weil immer wieder das Spiel beginnt mit Ich bin du. In einer ganz einfachen, kindgerechten Sprache. Jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein, Reto. Super. Danke, Reto. Wir sagen dann zuerst einmal Tschüss. Tschüss. Bis gleich.